Sunny, guck dir das an. Wow, du bist echt talentiert. Ups. Au, das tat weh. Ups. Warte, meine Haarspange. Du hast sie kaputt gemacht. Das war meine Liebste. Tut mir echt leid. Was hast du vor? Ich mache eine bessere. Dafür brauche ich Nanotape. Die Spritze kommt in die Mitte. Und dann das Tape drüber. Ich drück's noch an. Das muss komplett zu sein. Dann erwärme ich's. Das ist der lustige Teil. Ich spritze das Harz rein. So entsteht eine Blase. Sieht gut aus. Aber es geht noch weiter. Und zwar mit Blütenblättern. Die kommen rundherum. Das ist das Letzte. Fertig. Eine hübsche Haarspange. Die ist für dich, Sunny. Hä? Was ist das? Wow, echt unglaublich. Sie ist wunderschön. Echt süß von dir, Alex. Ja, so bin ich. Schule macht hungrig. Ich brauche einen leckeren Snack. Was zum? Eiscreme? Du kennst die Regel. Oh, ich dachte, dies nur ein Joke. Mach das nicht, Sunny. Ich habe keine andere Wahl. Guck dir das Schild an. Vielleicht kann ich helfen. Ich brauche Nanotape. Das klappe ich um. Jetzt brauche ich blaues Harz. Wichtig ist, dass das dicht ist. Sieht gut aus. Jetzt vorsichtig erwärmen und dann kann's losgehen. Hier kommt das Harz. Damit blase ich das Tape auf. Wow, fantastisch. Ich habe eine Waffel aus Pappe gemacht. Sieht aus wie ein Eis. Und noch eine Kugel. Ist ganz weich. Wow, niemals. Ist das für mich? Das ist ja fantastisch. Ich will's drücken. Fühlt sich gut an. Genau, was ich brauche. Danke, Alex. Schmeckt gut. Aber schon alle. Die kommt in den Müll. Ich bin weg. Ich gehe besser zum Unterricht. Ich will nicht zu spät kommen. Wow, Mayday, Mayday. Oh, oh nein. Mein Schlüsselanhänger. Nein. Warum? Warum musste das passieren? Hoffe, der ist okay. Hab ihn gleich. Igitt, was ist das? Das ist widerlich. Oh, schätze, den Anhänger kann ich vergessen. Warte mal. Ich habe eine Idee. Mit dem Tape wird's gehen. Ein Versuch ist es wert. Und ich mache was Süßes. Ich klebe einen Herzsticker drauf. Dann klappe ich das Tape um. Wie ein Schlauch. Hier kommt noch ein Streifen ran. Der muss festkleben. Jetzt drücke ich die Kante zusammen. So entsteht eine Tasche. Okay, ich brauche mehr Tape. Das kommt hier hin. Und unten auch noch. Das muss dicht sein. Ich bin zufrieden. Aber eine Sache fehlt noch. Das soll ja ein Schlüsselanhänger werden. Ich befestige den am Tape. Perfekt. Der kommt an meinen Rucksack. Ist besser geworden, als ich dachte. Und jetzt zum Unterricht. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Ja, ich liebe es, Seifenblasen zu machen. Wie? Nein, das ist kaputt. Das klappt nicht. Ich will nur alle Seifenblasen pusten und alles schön machen. Die Fee zu ihren Diensten. Ich kann keine Seifenblasen machen. Aha, das ist ein Problem, ganz klar. Ich werde etwas gegen dieses Problem unternehmen müssen. Ich habe meinen Zauberstab vergessen. Ich habe einen 3D-Stift, der noch besser ist. Okay, ich habe mein Muster hier. Jetzt kommt mein 3D-Stift. Ich beginne mit dieser Grünfarbe für den Griff des Zauberstabs. Das war's. Und jetzt kann ich mit dem Gelb für den Stern weitermachen. Nächster Punkt. Es ist rot für die Kreise. Jetzt wird es wieder einfacher. Und fertig. Mein Zauberstab ist sofort einsatzbereit. Also gut, hier ist ein neuer Seifenblasenstab, den ich nur für dich gemacht habe. Das ist wunderschön. Sieh dir diese Blasen an. Diese Blasen sind so hübsch. Okay, ich bin dann mal weg, denke ich. Mach's gut. Also gut, seid ihr beide bereit zu heiraten? Mehr als bereit. Ich auch. Gut, also. Bitte nehmt euch an den Händen und haltet sie fest. Ja, einfach so. Sehr schön. Oh, aber wo sind die Ringe? Richtig, der Ring. Ich weiß, dass ich ihn hier irgendwo in meiner Tasche habe. Er ist in dieser Tasche hier.
Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen, Alex. Die Ringschachtel ist leider völlig leer. Hä? Der Ring? Wo ist er? Kein Ring bei unserer Hochzeit? Ich dachte, du liebst mich. Ich lieb dich. Ich lieb dich wirklich. Ich weiß genau, wo er ist. Ich werde ihn holen. Das ist ein Albtraum. Was ist mit dem Ring passiert? Ich muss etwas finden, und zwar schnell. Das wird auf keinen Fall funktionieren. Nein, vielleicht ist hier noch etwas anderes drin. Hey, das ist meine Heißklebepistole. Das sollte klappen. Okay, ich habe eine Ringrohlinge, aber es fehlt ein Edelstein. Heißkleber ist die Rettung. Ich muss nur noch eine kleine goldene Kugel hier am Ende anbringen. Und jetzt Glitzer. Dieses Lila wird gut passen. Ich weiß, dass es ihre Lieblingsfarbe ist. Es ist so hell und glänzend. Also gut, ab in die Ringschachtel mit dir. Ich habe eine Hochzeit zu beenden. Ich bin so froh, dass ich meine Klebepistole dabei hatte. Das war ganz schön knapp. Puh. Ich bin wieder da. Ich bin zurück für unsere Hochzeit. Ich habe es geschafft. Ich bin da. Okay, hier ist der fehlende Ring, wie versprochen. Mickey, willst du mich bitte mit diesem Ring heiraten? Ja, natürlich. Oh Gott, es ist lila, meine Lieblingsfarbe. Ich liebe Hochzeiten. Und das ist ein wirklich schöner Ring. Oh, Mickey, ich bin so froh, dass dir der Ring gefällt. Und jetzt, Mickey, wir brauchen einen Ring für Alex. Der Ring für Alex? Richtig. Ich weiß, dass ich ihn hier irgendwo hab. Wir sind wirklich füreinander geschaffen. Ja, ich brauche nur einen Moment. Und schon ist sie weg. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Willst du Schere, Stein, Papier spielen? Also gut, Zeit, mein Spiel zu beginnen. Wow, Verlierer, komm hier nicht mit sowas. Papa ist so komisch. Er schreit immer in seinen Computer. Ja, das stimmt. Stirb. Ich möchte auf etwas herumkauen. Oh, wie wär's damit? Na los, schlag ihn. Worauf soll ich als nächstes kauen? Oh, Kittys Ohr. Ah, ich bin so nah dran, den zu besiegen. Muss nur so weitermachen. Was noch? Was mit meiner Hand? Autsch. Ja, nimm das. Ich habe gewonnen. Jetzt kann ich diesen Sieg noch weiter ausbauen. Ja, genau. Zeit, die VR-Brille aufzusetzen. Weißt du, was ich hab? Einen riesigen Kopfhörer. Ich werde ihn kauen. Om nom 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 nom. Oh mein Gott. Schau, gleich da drüben. Papas echte Kopfhörer. Ich wette, die sind zum Kauen am besten geeignet. Sie sehen gut aus. Ich nehme einfach die hier. Juhu. Ich habe die Kopfhörer. Und zwar die richtigen. Nicht diesen riesigen. Wow, ich habe das Spiel gewonnen. Ich bin der Beste. Warte, wo sind meine Kopfhörer? Ich dachte, ich hätte sie genau hier gelassen. Moment mal. Mickey? Oh nein, er hat mich erwischt. Kau lieber schneller. Mickey, was habe ich dir darüber erzählt? Gib sie her. Sofort. Ich mein's ernst. Puh, ich kann nicht glauben, dass sie immer noch gerne auf Dingen herumkaut. Ah, ist das ein Zahn? Oh nein, Papa, was ist denn los? Die Kopfhörer. Ich habe sie gefangen. Papa? Du bist so anders. Hey, das ist mein Zahn. Ich brauche ihn zurück. So, mein Zahn ist wieder in meinem Mund, wo er hingehört. Es ist schwer, daran zu kauen. Ich muss etwas dagegen tun. Ich werde es mit meinem 3D-Stift verschönern. Ich mag diese grüne Farbe. Ich werde das Weiß übermalen. Juhu! Kein Zahn noch mehr im Kopfhörer-Case. Wir müssen aber weitermachen. Es muss noch mehr grün werden. Oh, das sieht aus wie ein Pflanzenmonster. Warte, ich weiß. Ich muss jetzt noch ein paar Farben hinzufügen. Yes! Sie sehen ziemlich verdächtig aus, finde ich. So süß. Ich bin die Beste darin. Dieser hier ist mein absoluter Favorit. Papa, Papa, schau, was ich gemacht habe. Wach auf und schau. Mickey, Schatz, nein. Papa versucht zu schlafen. Hä? Was ist denn los? Sieh mal, was ich mit dem Kopfhörer-Case gemacht habe. Oh wow, das ist wirklich toll. Und sieh mal, er trägt die gleiche Farbe wie ich. Wir passen zusammen. Er ist der Beste. Und er hält auch die Kopfhörer. Oh Mickey, ich danke dir so sehr dafür. Ich werde ihn gleich an seinen Platz setzen. Jetzt kann er mir beim Spielen zusehen. Was denkst du? Ja, er wird dir zum Sieg verhelfen. Nun zurück zum Spiel. Stirb! Und ich habe noch zwei weitere. Jetzt kann ich mit ihnen spielen. Ich bin rot und ich bin gelb. Mal sehen. Mickey, komm her zu meinem Schreibtisch. Okay, kommst du bitte sofort hierher? Beeil dich. Ich möchte, dass du dieses Zeichen auf der weißen Tafel hier liest. Aber da ist kein Zeichen an der Tafel. Da gibt's nichts. Hä? Oh, verflixt. Das Zeichen fiel auf den Boden. Ich hebe es einfach auf und lege es mit diesem Magneten zurück auf die Tafel. Was? Es ist wieder gefallen. Dummer Magnet. Aber es ist auf jeden Fall Prüfungszeit.
Bist du bereit für die Prüfung, Mickey? Eine Prüfung? Ja, wissen Sie... Warten Sie eine Sekunde. Ich weiß, was ich tun muss. Ich habe diese Muffinförmchen. Ich werde diesen Magneten nehmen und ihn so in den Boden stecken. Und jetzt werde ich das Ganze einfach mit Heißkleber füllen. Sieh dir das an. Sieht fast aus wie Karamell. Aber es schmeckt definitiv nicht danach. So geht's. Der Kleber ist bis ganz nach oben geflossen. Und jetzt werde ich noch ein paar süße und hübsche kleine Streusel hinzufügen. Der Kleber ist trocken und mein Projekt ist fertig. Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe etwas für Sie gemacht. Mickey, du kennst die Regeln. In diesem Klassenzimmer sind keine Lebensmittel erlaubt. Das sind eigentlich gar keine Lebensmittel. Ich zeige es Ihnen. Tada! Sehen Sie? Es sind tatsächlich Magnete. Oh, ich verstehe. Das ist sehr schön. Gute Arbeit, Mickey. Ich bin beeindruckt. Und es ist tatsächlich an der Zeit, dir eine Note für deine Prüfung zu geben. Wer so interessante Magnete herstellt, verdient von mir eine 1+. Gute Arbeit. Bitte nimm jetzt deinen Platz. Lass mich nun einen von Ihnen näher betrachten. Vielleicht nur einen kleinen Bissen? Nur ein Scherz. Nun gut, ich habe mich gestreckt und gelenkig gemacht. Hä? Was ist denn das? Da taucht noch jemand auf, um zu trainieren. Ach so, sehr schön. Hallo du, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin hier, um zu trainieren. Ich auch. Schönen Tag noch. Ich muss meine Kopfhörer aufsetzen. Ich muss ihm zeigen, dass ich es ernst meine. Außerdem ist er auch ziemlich süß. Hey, seht mal, er ist mit der Kesselglocke fertig. Jetzt ist meine Chance, ihn mit meiner Fitness zu beeindrucken. So schwer. Hey, wo sind meine Kopfhörer? Sie sind herausgesprungen. Ich setze sie besser wieder rein. Schau, was er jetzt macht. Diese Übung kann ich auf jeden Fall machen. Ich muss nur noch meine Sets fertigstellen. Autsch, was zum Teufel? Das macht richtig Spaß. Ich glaube, die gehören dir. Oh, ja. Liegestütze. 1, 2, 3. Jetzt macht er Liegestütze. Ich muss ihm zeigen, dass ich die auch machen kann. Autsch. Oh, ich bin über meine Kopfhörer gestolpert. Das wollte ich unbedingt tun. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Aua! Was zum Teufel? Schon wieder die Kopfhörer? Moment, wo sind meine Kopfhörer? Sie sind hier. Vielleicht bringst du sie und dich selbst irgendwo anders hin. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Sie sind mir einfach aus der Hand gerutscht. Es schert mich überhaupt nicht. Diese blöden Kopfhörer, sie bleiben einfach nicht an ihrem Platz. Ich bin so frustriert. Du verursachst mir nichts als Kummer und Probleme. Hörst du mich? Was zum Teufel ist los mit dir? Es sind die Kopfhörer, ich schwöre es. Komm, ich will dir etwas zeigen. Ich habe hier meine Kopfhörer und einen 3D-Stift. Ich werde einfach anfangen, sie so auszufüllen. Ich hoffe, du passt gut auf. Ich werde es dir nicht noch einmal zeigen. Und jetzt zeichne ich den Teil nach, der über den Kopf geht. Ich möchte das ganze Band nachzeichnen und dann auch an den Seiten nach unten. Das war's. Es ist vollbracht. Ich habe ein Modell meiner Kopfhörer gebaut. Okay, gib mir deine Kopfhörer. Okay. Toll, danke. Jetzt pass auf, was ich als nächstes tun werde. Ich kann die Kopfhörer einfach so hineinstecken und sie werden an ihrem Platz gehalten. Und da. Jetzt brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Oh mein Gott, die sind ja toll. Vielen Dank. Kein Problem. Jetzt gehe ich wieder an mein Training. Ach so, richtig, Training. Ja, ich schätze, das sollte ich auch. Was zum... Like und abonniere für mehr tolle Videos. Lass los, Emily! Nein, er gehört mir! Ich habe ihn zuerst gesehen! Stopp! Es gibt nur einen Ausweg! Oh, so ist das also! Los geht's! Ich nehme den Kreis. Die Mitte! Du hast in der Mitte angefangen? Du wirst verlieren! Du bist in meine Falle getappt. Ich wusste, dass du das machst. Das wird zu einfach. Es ist noch nicht vorbei. Und was willst du jetzt machen? Schau zu und lerne. Ah, das hätte ich kommen sehen müssen. Warte, ich weiß. Aber das darfst du nicht. Ach ja, habe ich aber. Und schau dir das an. Gewonnen. Nein, das kann nicht sein. Na gut, hier hast du den Teddy. Uhu. Was sind das nur für Augen? In denen könnte ich mich verlieren. Gibt es jemanden, der perfekter ist als du? Du hast genau das, was ein Mann braucht. Wir würden so ein tolles Paar abgeben. Warte, vielleicht gibt's ja einen Weg. Mein Zauberbuch könnte helfen. Was kann schon schlimmstenfalls passieren? Aber zuerst brauche ich ein Amulett. Ich mache aber erstmal Platz. Ich brauche eine Schüssel mit Epoxidharz. Und da mache ich Glitzer rein, damit es schön funkelt. Jetzt alles verrühren. Alles muss gut gemischt sein. Genau so.
Als nächstes gieße ich die Mischung in die Form. Ich habe die Herzform gewählt. Wow, schau dir diese Farbe an. Ich mache die Form bis oben hin voll. Und dann warten wir, bis es fest ist. Ich nehme die Form ab und mache noch eine Kette dran. Wow, das sieht fantastisch aus. Genau, was ich brauche. Aber ich bin noch nicht fertig. Jetzt kommt der Zauberspruch. Diese Halskette wird Matthew dazu bringen, mich zu lieben. Mach ihm klar, dass ich sein Schicksal bin. Lass es ein Leuchtfeuer sein, das ihn anzieht. Es hat geklappt, ich kann's kaum glauben. Oh ja, dann mal los. Emily? Wow. Er hat mich bemerkt. Ich sollte rübergehen und mit dir reden. Hey Emily, du siehst heute toll aus. Wow, mir gefällt deine Halskette. Sie hat was Hypnotisches an sich. Hä, geht's dir gut? Ich denke, ich gehe lieber mal. Warte, du gehst nirgendwo hin. Was machst du? Lass mich los. Okay, das habe ich nicht erwartet. Mach auf, Emily. Nein, lieber nicht. Das war eine blöde Idee. Hier, du kannst es haben. Ich will die nicht mehr. Hä, wo kommt die denn her? Die ist voll schräg. Warte, die Halskette, ich muss sie haben. Bleib weg von mir. Ah, Mr. Einhorn, du bist so weich. Ich könnte dich den ganzen Tag knuddeln. Wart mal, ist das mein Zahn? Wie ist das denn passiert? Aber das heißt, die Zahnfee kommt. Mama, komm mal. Ist alles in Ordnung, Süßer? Guck mal, mein Zahn ist ausgefallen. Mein kleiner Junge wird erwachsen. Ich weiß schon, was ich von der Zahnfee will. Ich will diese AirPods. Dann leg ihn lieber gleich unter dein Kopfkissen. Gute Idee, Mama. Da ist er sicher. Und jetzt warten wir. Das ist so aufregend. Aber du solltest schlafen gehen. Sie wird bald da sein. Oh, stimmt. Mr. Einhorn darf nicht fehlen. Gute Nacht, Mami. Süße Träume. Wir sehen uns morgen früh. Wird Zeit für mich, in Aktion zu treten. Schau ihn dir an, er ist so liebenswert. Ich schnapp mir schnell den Zahn. Hoffentlich wecke ich Matthew nicht. Hab ihn. Und jetzt tausche ich ihn gegen diese AirPods. Das scheint mir ein guter Deal zu sein. Ich hoffe, sie gefallen ihm. Moment mal, ich sollte sie persönlicher machen. Und dafür brauche ich meinen 3D-Stift. Ich beginne mit senkrechten Linien um das Gehäuse herum. Ich mache sie schön eng. Es soll ja keine Lücke bleiben. Danach mache ich mit dem Deckel weiter. Ich beginne mit kleinen Strichen an einer Seite und arbeite mich einmal rundherum. Das sollte reichen. Ich habe ein Einhorn auf ein Stück Pappe gemalt. Und mit dem 3D-Stift male ich es aus. Ich muss nur innerhalb der Linien bleiben. Der erste Teil ist geschafft. Als nächstes kommt das Ohr und dann zum anderen. Ich wechsle auch die Farbe für die anderen Bereiche. Ich will alles schön bunt machen. Die Bereiche verbinden sich dann. Das sieht toll aus. Aber ich darf das Horn nicht vergessen. Das ist perfekt geworden. Jetzt kommt der letzte Schliff. Ich bin ziemlich zufrieden damit. Ich platziere es jetzt auf der Schachtel. Der Deckel sieht aus wie der Mund eines Einhorns. Matthew wird das gefallen. Ich denke, die AirPods können jetzt unter das Kopfkissen. Das wird eine tolle Überraschung. Ich kann es kaum erwarten, sein Gesicht zu sehen. Ich bin so glücklich. Ob die Zahnfee schon da war? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wow, wie cool ist das denn? Das ist ja fantastisch. Wuhu! Mami! Was ist, mein Liebling? War die Zahnfee da? Das hat sie für mich dagelassen. Wow, die Zahnfee hat echt Talent. Ich kann es kaum erwarten, die auszuprobieren. Du nimmst den hier, Mami. Ziemlich cool, was? Das ist es. Schalalalala. Ach, die Sonnenbrille ist total verschmiert. Schon besser. Oh, ein Kunde. Ich bin hier, um viel Geld auszugeben. Das höre ich gern. Ach, wie verzweifelt. Was haben wir denn hier? Soll das etwa modisch sein? Mir gefällt das. Was haben wir noch? Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Als hätte er auf mich gewartet. Ich probiere ihn mal auf. Ich denke, der steht dir. Natürlich, ich lasse alles gut aussehen. Aber da fehlt noch was. Eine Brille. Du würdest fabelhaft aussehen. Ich mag es, fabelhaft auszusehen. Die sieht interessant aus. Setz sie auf. Ja, das werde ich. Ich bevorzuge gewöhnlich etwas mit Klunker verziertes.
Das sieht toll aus. Schau es dir an. Ach, ich weiß nicht. Nein, die ist nichts für mich. Hast du die einfach? Na, was soll's. Wie wär's mit der hier? Okay, ich versuch die mal. Ich weiß nicht. Ich muss doch was haben, das dir gefällt. Ich habe viele verschiedene Styles. Nein, nee, niemals. Mir gefällt keine von denen. Wie wär's mit meiner Brille? Ich bin hier fertig. Warte, halt! Was noch? Ich habe noch was, das du dir anschauen solltest. Denk nach, ich brauche einen Verkauf. Oh, das ist vielleicht gut. Nein, ich habe meine Wünsche schon aufgebraucht. Aha, meine treue Klebepistole. Sie lässt mich nie im Stich. Ich nehme Glitzerkleber und male eine Form. Ich möchte, dass es wie eine Wolke aussieht. Das macht Spaß. Jetzt mache ich noch eine zweite Wolke. Das wird der Rahmen für die individuell gestaltete Brille. Jetzt verbinde ich beide Seiten. Als nächstes brauche ich blaues Epoxidharz. Ich spritze es in die Wolke. Das sind die Gläser. Jetzt muss ich warten, bis alles fest ist. Ich habe schon die Brillenflügel gemacht. Ziemlich cool, oder? Also ich würde die aufsetzen. Schau dir die mal an. Ich bin neugierig. Gib schon her. Die ist besser als die anderen. Ich fühle mich großartig. Genauso eine wollte ich. Da bin ich aber erleichtert. Ich nehme die. Wie viel kostet sie? 5 €. Also, einen Moment bitte. Das ist ein Unikat, weißt du? Also, die kostet 500 €. Ein Schnäppchen. Gutes Aussehen ist eigentlich unbezahlbar. Oh, danke. Nein, ich danke dir. Tata. Ciao, komm bald wieder. Ich kann's kaum glauben, dass das geklappt hat. Ich bin voll nervös. Ich will ihr nur eine Frage stellen, mehr nicht. Emily? Ich muss selbstbewusster sein. Emily? Nein, das klingt verrückt. Emily, der ist für dich. Er ist ein Symbol meiner Liebe. Ich hoffe, du fühlst auch so. Ups! Oh nein, wo ist der hin? Der muss hier doch irgendwo sein. Warum passiert mir immer sowas? Hi, Emily. Ich habe nur ein paar Liegestützen gemacht. Komm, wir setzen uns. Du siehst hübsch aus. Oh, das ist lieb. Ich meine das ernst. Hey, ist das Nagellack? Kann ich mir den kurz ausleihen? Wofür? Vertrau mir, der wird alles lösen. Ich male mit dem Nagellack um ein Pflaster rum. Ich will ein dünnes Band machen. Wenn es trocken ist, kann ich es anmalen. Pink ist die perfekte Farbe. Die Lücken male ich mit einem dunkleren Ton aus. Der sieht schon gut aus. Und zum Schluss noch ein Herz. Jetzt ist er perfekt. Ich lasse ihn besser nicht fallen. Okay, los geht's. Emily? Was ist los, Matthew? Oh mein Gott, machst du Witze? Ich muss dich etwas fragen. Ich kann's nicht glauben. Willst du mich heiraten? Natürlich will ich. Ich war noch nie so glücklich. Ich hatte gehofft, du würdest das sagen. Was soll das? Yay! Hä? Oh! Molly! Mhm. Zeit, diesen schönen Tag zu beginnen. Ja, genau. Oh, wie wäre es mit dem hier? Ach ja, das kann ich auch. Interessant. Aber hast du auch so tolle Haare? Ich glaube nicht. Es ist einzigartig. Und es hält Blumen richtig schön. Schau. Oh, das mit den Blumen kann ich aber auch. Hier. Also, wie kann ich... das ist irgendwie komisch. Mal sehen. Oh, ich brauche was Klebendes. Das wird funktionieren. Verwandeln wir diese Haarspangen in etwas Fabelhaftes. Ich brauche nur noch ein paar kleine Tools. Siehst du diese Haarspange? Nimm den Klebestift, um ein lustiges Motiv zu gestalten. Ich wähle meine Lieblingsfarbe, Blau. Jetzt siehst du diese lange Linie hier? Mach weiter. Noch weiter. Fast geschafft. Siehst du, wie es sich zu einer großen Spirale entwickelt? Es wird aushärten und in Form bleiben. Als hätte ich meine eigene schöne Locke gemacht. Oh, und es springt. Jetzt steckst du die Spangen ins Haar. All diese Farben sind so super. Toll. Fast hätte ich den wichtigsten Teil vergessen. Wunderschöne Locken, genau wie deine.
Oh, wie sie ihre Hüften bewegt. Zu Hause zu bleiben war die beste Entscheidung. Was schaust du? Hey, kann ich eine haben? Nein. Oh, sorry. Bitteschön. Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Mm, so weich. Mia? Was? Noch eins? Okay, gut, aber das ist das Letzte. Cool. Mm. Hey, Mia? Was denn jetzt? Ich will immer noch mehr. Du bist richtig wild auf diese Gummibärchen. Aber vielleicht kann ich das jetzt selbst machen. Toll, ich gehe rein. Gib mir die Gummibärchen. Lass los. Im Gegenteil, ich bin ein Genie. Hm. Ich kann nicht glauben, dass du deine Hand da reingesteckt hast. Moment, wie können die alle an dir kleben? Ich weiß, bin gleich wieder da. Mh, lecker. Ich brauche nur ein paar Dinge. Willst du sehen, wie es gemacht wird? Das Gummibärchen in diese Silikonform stecken. Wirklich da reinstecken. Dann noch ein paar weitere rund um das Armband. Ich wähle alle Farben des Regenbogens. Einfach das Harz über die Beeren gießen. Langsam jeden einzelnen Beeren übergießen. Und wenn das alles erledigt ist, warten. Die ganze Nacht. Ein neuer Tag. Das heißt, mein Armband ist fertig. Einfach aus der Silikonform nehmen. Und es ist perfekt gehärtet, siehst du? Es passt perfekt an meine Hand. Komm zu Mama. Ha, gefällt es dir? Wahnsinn. Woher hast du das? Sind das Gummibärchen da drin? Genug gefragt. Och Mann. Weißt du was? Du kannst die hier haben. Wirklich? Ja, da bin ich sicher. Das ist der beste Tag meines Lebens. Für mich auch. Hey, sieh dir all die Muscheln an. Ich will den großen weißen. Du kommst mit mir nach Hause. Und das hier ist sogar noch toller. Oh. Wow. Du bist so schön. Wir haben den gleichen Geschmack, was Muscheln angeht. Oh, wow. Diese Muschel muss besondere Kräfte haben. Sie brachte mich zu meinem Seelenverwandten. Ich werde dich für immer und ewig behalten. Also, was haben wir hier? Eine echte Schönheit. Hallo, Olivia. Was machst du? Diese Muscheln sind voller Dreck. Ach, beachte mich nicht. Mia, nein! Meine kostbare Muschel. Das war ein Versehen. Du solltest dich schämen. Mein Liebesleben ist vorbei. Ist ja gut. Nein, ist das nicht. Was ist da drüben? Ich weiß, ich kann das total gut gebrauchen, um die Muschel zu reparieren. Beobachte und lerne einfach. Lege alle Muschelteile hierher. Das wird nicht lange so bleiben. Nimm zwei durchsichtige Plastikbecher und gieße ein wenig Harz hinein. Und wenn du mit einem fertig bist, mach mit dem anderen weiter. Perfekt. Jetzt kommen wir zum wirklich lustigen Teil. Farben. Aber wir brauchen nur ein paar kleine Tropfen. Ein wenig reicht in diesem Fall sehr weit. Wir müssen es nur richtig gut unterrühren. Kommen wir nun zu den Luftballons. Nein, sie sind noch nicht aufgeblasen. Aber sieh nur, wie dehnbar sie sind. Das werden wir zu unserem Vorteil nutzen. Bereit zu sehen, wie sich die Muscheln in etwas Neues verwandeln? Steck sie einfach in den Luftballon, eine nach der anderen. Es kann eine Weile dauern, aber es lohnt sich. Nimm einen Haufen Zahnstocher und den Rand des Luftballons mit einem durchstechen. Dafür braucht man nur ein bisschen Kraft. Wenn du zwei durchgeschoben hast, kannst du sie über diese Becher legen. Nun kommt das farbige Harz rein. Am besten gießt du es ganz langsam, damit du es in das Loch bekommst. Und wenn es ganz oben ist, warten wir. Willst du das Endprodukt sehen? Du wirst es lieben. Muschelohrringe. Sind sie nicht spektakulär? Oh, Olivia? Was sind denn das für Dinger? Deine neuen Muschelohrringe natürlich. Die sind toll. So ist es viel besonderer, findest du nicht auch? Du bist die beste, Mia. Es ist immer schwer, den besten Filter zu finden. Lächeln. Wow, ist das cool hier. Hallo, meine Damen. Hast du deinen Hut dabei? Eigentlich ja. Ist er nicht süß? Oh, definitiv Insta-würdig. Markiere mich, okay? Ich wusste nicht, dass man hier einen Hut braucht. Was soll ich denn nun?
Ich glaube, mein Glück wendet sich endlich. Hä? Was zum... Geht es ihr gut? Hast du den Verstand verloren? Warum schaut ihr mich alle so an? Nicht weinen, Olivia. Hier, nimm es einfach. Danke. Wie auch immer. Es muss eine bessere Option geben. Schau einfach zu. Leg die Schale mit der Oberseite nach unten. Dann nimmst du deinen Klebestift. Ganz oben an der Wassermelone beginnen. Einen Punkt und eine Linie an der Seite machen. Wenn es so aussieht, kannst du damit beginnen, alle großen Lücken zu füllen. Ein Abschnitt nach dem anderen und versuche, keine Lücken zu lassen. Nun eine weitere Zeile hier unten und eine weitere hier. Und sie verbinden. Dann mal sie aus, so wie du es bereits getan hast. Sieht aus, als hättest du es fertiggestellt. Diese nächsten Zeilen sind nur dekorativ. Nun kleine schwarzen Punkte aufs Rot setzen. Kommt dir dieses Design schon bekannt vor? Ein kleiner Tipp. Er wurde von der Wassermelone inspiriert. Das sind Samen, siehst du? Jetzt probieren wir das Ding an. Du willst doch einen Hut, oder? Nun, ich habe ein super Modell für dich gemacht. Gefällt es dir? Wow, das muss ich fotografieren. Sie ist so glücklich. Hier, wir posten alle ein Foto von dir. Ich meine, könnten die noch niedlicher sein? Bezaubernd. Wow, diese Party ist echt der Hammer. Hey, schau dir all diese tollen Lichter an. Hey, nicht so hastig. Bleib cool, wie ich. Oh mein Gott, ist das Kevin? Hallo, was für Snacks habe ich hier? Olivia? Wo ist sie hingegangen? Olivia! Olivia! Hä? Oh, toll. Wo steckst du? Ich war am Snacktisch. Oh, Gott sei Dank. Ich kann dich nicht wieder verlieren. Du musst hell leuchten wie diese Sterne. Nimm einen großen Eisstiel wie diesen. Nimm das schönste Glitzer, das du finden kannst. Je mehr Neon, desto besser. Dann ist es Zeit, das Harz zu gießen. Du brauchst eine Menge. Einfach in den kleinen Plastikbecher füllen. Nicht zu viel. Jetzt das Glitzer direkt darüber streuen. Mit einem Holzstäbchen gut umrühren. Siehst du, wie schön zähflüssig es ist? Das heißt, es ist Zeit, es setzen zu lassen. Aber in der Zwischenzeit suchst du dir einen kleinen Plastikbehälter wie diesen und gießt die Mischung vorsichtig hinein. Ein kleiner Tipp, je langsamer du vorgehst, desto weniger chaotisch wird es sein. Jetzt abwarten. Es ist bereit, aus der Form zu kommen. Wie Hartplastik, siehst du? Einfach an eine Kette hängen und los geht's. Es ist ziemlich süß, wenn ich das so sagen darf. Zeit, es Olivia zu geben. Für dich. Wow, das Ding leuchtet wie ein Stern. Jetzt kann ich dich immer finden. Tschüss. Das ist mein Lieblingslied. Oh, hey. Wuhu. Au. Warte, ich glaube, ich kann sie immer noch sehen. Moment, nein, sie ist weg. Nein. Warte, ich glaube, ich sehe etwas. Es leuchtet. Ich sehe es leuchten. Olivia. Moment, was soll der große Mob? Egal, ich bin nur froh, dass ich dich gefunden habe. Kann nicht glauben, dich wieder verloren zu haben. Du brauchst die hier. Oh, danke. Oh, ist schon besser. Oh, wenn du Olivia bist, wer bist denn dann du? Das tut mir wirklich leid. Verrückte Frau. Okay, das war's. Du wirst nie wieder von meiner Seite weichen. Das werdet ihr lieben. Nimm einen Kreis aus Modelliermasse und lege zwei herzförmige Ausstechformen darauf. Drücke die Ausstecher vorsichtig nach unten und entferne die überschüssige Masse. Lege den kleinen Ausstecher dann beiseite. Fülle die Mitte des Herzens mit Epoxidharz. Eine Spritze erleichtert das Ganze etwas. Lass das Harz trocknen und streue etwas Glitzer darüber. Dann kommt ein weiteres Herz obendrauf. Diese Kette ist einfach wunderschön. Wow! Schaut mal, die ist so toll. Noch ein Schnitt und mein Armband ist fertig. So süß. Oh, Jennifer ist zu Hause. Hi, Luna. Hi, warte. Du hast Piercings? Echt cool, was? Ich wollte mal was anderes. Ich will auch anders sein. Wir könnten Piercing-Buddies sein. Das klingt nach einer richtig guten Idee. Komm, lass uns direkt gehen. Hi, ich bin wieder da. Ich habe hier noch ein Opfer, ich meine Kunden. Die? Dein Ernst? Ich schätze, wir können sie etwas aufpeppen. Komm rüber. Du wirst es lieben.
schätze, es gibt keinen Weg zurück. Also, ich dachte an ein Piercing hier. Cool. Los geht's. Kein Freund großer Worte, was? Das wird wehtun. Das ist die Nadel? Eine davon. Nicht bewegen. Ich hab gesagt, nicht bewegen. Nein! Also das war echt peinlich. Die Nadel war aber riesig. Aber ich wollte echt eins haben. Naja, da kann man wohl nichts mehr machen. Oder vielleicht doch? Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir brauchen nur etwas Wimpernkleber. Und diese Perlen. Lass uns loslegen. Ich gebe etwas Kleber auf die Perle. Und drücke sie an deine Haut. Jetzt ein Nasenpiercing. Wow, das sieht richtig gut aus. Das hätte mir ruhig schon früher einfallen können. Das ist das Letzte. Wow, vielen Dank. Und komplett schmerzfrei. Du siehst toll aus. Piercing Buddies. Mama wird echt sauer sein. Phew, was für ein Tag. Wow, nicht so schnell. Ich muss dich kurz inspizieren. Interessante Schuhe. Na, so kannst du hier nicht rein. Soll das ein Witz sein? Schau doch, keine Schuhe. Oh, okay. Wow, ganz schön viele Crocs. Woher soll ich denn wissen, welche meine sind? Die nimmt am Ende bestimmt jemand mit. Das darf nicht passieren. Ich muss doch irgendwas tun können. Hopp, hopp, das macht Spaß. Oh, das könnte funktionieren. Her damit. Ups, sorry. Nimm die hier. Oh, Cola, danke. Kein Problem. Das ist genau, was ich brauche. Ich werde meine Schuhe personalisieren. Zuerst schneide ich die Blasen aus dem Puppet aus. Sie verleihen etwas Farbe. Ich platziere sie auf meinem Schuh und befestige sie mit Kleber. Ich benutze unterschiedliche Farben, um es etwas lebendiger zu machen. Wow, personalisierte Sandalen! Jetzt weiß ich genau, welche mir gehören. Die anderen sehen echt langweilig aus. Okay, darf ich jetzt rein? Viel Spaß! Zeit zum Entspannen. Ich sollte wieder nach Hause gehen. Ich schnappe nur schnell meine Schuhe. Hä? Wo sind sie hin? Jemand hat sie geklaut. Pop, pop, pop. Diese Schuhe sind toll. Auch wenn sie etwas stinken. Oh, hey. Pop, pop. Oh, wie niedlich. Neuer Tag. Neuer Euro. Stopp. Habt ihr Neon an? Hier. Okay, rein mit euch. Viel Spaß. Wow. Was denn? Das ist eine Neon-Party. Wo ist dein Neon? Schau dir dieses Outfit mal an. Es ist einfach perfekt. Kannst du lesen? Neon-Party. Na gut. Juhu. Let's party. So soll ich aussehen? Moment mal. Her damit. Hey, was machst du da? Das gehört mir, das war echt lecker. Zuerst erzeuge ich einen kleinen Punkt mit einem 3D-Stift. Dann ziehe ich es einmal komplett um das Glas. Ich lasse etwas Platz zwischen den Kreisen. Und gehe einmal komplett um das Glas. Dieses Pink leuchtet so schön. Fast fertig. Das sollte reichen. Dann stecke ich meine Hand in das Glas. Und schiebe das Plastik auf mein Handgelenk. Was für ein tolles Armband. Dieses Glas brauche ich jetzt nicht mehr. Stopp. Wo ist dein Neon? Tada. Glücklich? Mal sehen. Na, ich weiß nicht. Und jetzt? Besser. Du musst mich jetzt halt reinlassen. Gefällt mir. Rein mit dir. Ach, endlich. Und, was ist jetzt mit meinem Drink? Ich muss mich beeilen. Okay. Ignoriere mich einfach. Was machst du denn? Keine Zeit zum Reden.
Hey, jetzt mal ganz langsam. Was denn? Warum hast du es denn so eilig? Ich habe ein Date mit Chris. Schau ihn dir nur an. Er ist so süß. Wenn du meinst. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss mich fertig machen. Ich will gut aussehen. Ich will, dass alles perfekt wird. Entspann dich. Das wird schon gut. Okay, ich glaube, ich bin fertig. Aber ich brauche noch eine Halskette. Oh, sehr schön. Die steht mir einfach richtig gut. Aber ich bekomme sie nicht an. Oh, die passt irgendwie nicht. Luna, kannst du mir helfen? Okay. Her damit. Bitte sehr. Oh, oh. Nein! Nein! Meine Kette! Das ist eine Katastrophe! Was soll ich denn jetzt machen? Tut mir leid. Vielleicht kann ich sie retten. Es muss doch etwas geben. Ich weiß. Ich brauche nur diesen 3D-Stift. Damit male ich auf diesem Modell. Ich mache kleine Kreise mit dem Stift und gehe einmal um den ganzen Hals. Nun eine zweite Reihe mit weiteren Kreisen. So, ich glaube, das reicht. Es ist eine Joker-Halskette. Jennifer, schau mal, was ich habe. Was? Oh, hast du die gemacht? Die ist für dich. Wow, danke. Ich liebe sie. Sie steht mir richtig gut. Du musst los. Viel Spaß. Phew. Oh, ihr seid so ein süßes Paar. So bezaubernd. Hey, du solltest tanzen. Hä? Was ist los? Warum kannst du nicht stehen? Oh, das ist doch blöd. Oh, ich wollte einen romantischen Moment schaffen. Das ist voll ärgerlich. Ich gebe auf. Ich bin zu müde für sowas. Hä? Irgendwas ist anders. Ist das wirklich wahr? Ich glaube schon. Warte, ich will was versuchen. Ich habe Plattfüße. Ah! Was für ein seltsamer Traum. Wow, ihr seid tatsächlich hier. Das ist fantastisch. Ich war noch nie so happy. Wow. Guten Morgen, Ken. Gut geschlafen? Das habe ich. Machen wir uns fertig. Hast du nicht was vergessen? Wo bleibt mein Guten Morgen-Kuss? Ich, Dummerchen. Mua. Was zuerst? Wir sollten unsere Zähne putzen. Gute Idee. Wir brauchen einen münzfrischen Atem. Und ein strahlendes Lächeln. Aha. Los geht's. Denk dran, ordentlich schrubben. Du willst keinen verärgerten Zahnarzt. Du kannst dich auf mich verlassen. Das kitzelt. Es fühlt sich gut an. Und macht Spaß. Das müsste reichen. Wow, ich habe ein Hollywood-Lächeln. Du siehst immer toll aus, Barbie. Ausspülen. Wie sehen meine Zähne aus? Schön weiß, perfekt. Ich wusste es. Er ist so hübsch. Zeit zum Essen. Ich bin so hungrig. Ich habe meinen Saft. Mh, so lecker. Der schmeckt gut. So erfrischend. Ich liebe diese gemeinsamen Momente. Wir haben einen anstrengenden Tag vor uns. Ohne Fleiß kein Preis, Ken. Oh, das ist eine tiefe Dehnung. Ich fühle das Brennen. Anflug. Fast gehabt. Und eins. Und zwei. Riechst du das? Barbie, ich bin undicht. Hä, du bist was? Oh nein, ich auch. Ich lasse dieses Shirt nicht an. Das ist eine Familiensendung. Mir ist langweilig. Hey, Barbie. Geht's dir gut? Ups, mein Fehler. Mhm. Guck dir das an.
Lass uns feiern gehen. Das klingt toll. Ich liebe Tanzen. Ich habe an meinen Moves gearbeitet. Wow, du bist ein Naturtalent. Warte, wir haben ein Problem. Was ist los, Ken? Mir gefällt dieser Look nicht. Ich habe einen Ruf zu wahren. Ich weiß, du bist Ken. Ich kann diese Klamotten nicht anlassen, oder? Nein. Ich brauche ein neues Outfit. Was guckst du so? Wow. Machen wir uns an die Arbeit. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Das ist so aufregend. Diese Klamotten sind gut. Ja, genau die meine ich. Mhm. Barbie? Was ist das jetzt? Die passen uns nicht. Oh, warum ist mir das nicht aufgefallen? Das ist ärgerlich. Und was machen wir jetzt? Sei nicht traurig, Barbie. Ich bring das in Ordnung. Aber wie? Warte kurz. Ich hab's. Die Schubladen. Ja, natürlich. Es ist so offensichtlich. Warum geht die nicht auf? Ich Dummerchen, ich muss am Griff ziehen. Zum Glück hat das niemand gesehen. Was haben wir hier? Die sind zu schlicht für mich. Au, pass auf meine Haare auf. Was haben wir noch? Diese Jeans ist langweilig. Ich passe. Oh, die ist schön. Ich habe eine Idee. Ich nehme einige Änderungen vor. Zuerst schneide ich die Beine ab. Ich versuche, das gerade zu machen. Gleich geschafft. Genau, was ich wollte. Aber es gibt noch mehr zu tun. Ich mache einen weiteren Schnitt in der Mitte. Ich folge der Naht. Das ist ganz einfach. Ich schneide bis zum Ende. Hier kommt ein Knopf hin. Fertig zum Anziehen. Wow, ich fühle mich fabelhaft. Ich bin begeistert. Man kann nie genug Denim haben. Gut aussehen und sich noch besser fühlen. Hey Barbie, hier gibt's nichts zum Anziehen. Was sagst du dazu? Echt stylisch. Aber ich habe noch nichts zum Anziehen. Ja, das ist ein Problem. Schätze, ich gehe nicht zur Party. Ich muss den Tag retten. Warte, ich hab's. Ich halte die Lösung in meiner Hand. Ich falte den Flyer. Ich mache eine Zickzack-Faltung. Genau so. Alle Falten müssen gleich groß sein. Das kommt zu den anderen. Was jetzt? Ah, darf ich mir das ausleihen, Teddy? Ich mache eine Schleife. Das ist wunderschön, Ken. Nicht so schön wie du. Oh, du bist so süß. Bereit für die Party? Oh ja. Juhu, das wird fantastisch. Warte, Barbie, wir kommen zu spät. Was? Wir müssen los. Lauf schneller, Ken. Was für eine tolle Party. Ich bin ins Schwitzen gekommen. Ich habe die ganze Nacht getanzt. Jetzt brauche ich eine Dusche. Okay, mach dein Ding. Hallo? Wo ist das Wasser? Vielleicht muss ich das hochheben. Ah, das fühlt sich gut an. Das ist so entspannend. Warte, mein Haar. Es ist ruiniert. Das nennt man einen Bad Hair Day. Warum musste das passieren? Vielleicht kann ich sie bürsten. Ein Versuch ist es wert. Wem mache ich was vor? Das ist so schlimm. Hi, Barbie. Was ist das für ein Lärm? Schau mich an, Ken. Was soll ich sehen? Dein Ernst? Meine Haare. Ich wollte eine warme Dusche. Und dann ist mein schlimmster Albtraum wahr geworden. Ich sehe schrecklich aus. Jetzt, wo du es sagst, ja, das tust du. Du weißt, dass wir nicht duschen sollen. Das hat mir niemand gesagt. Ich bin so traurig. Ich hasse es, wenn Barbie traurig ist. Was soll ich tun? Aha, die Blumen. Ich muss sie zum Lächeln bringen. It's showtime. Hä? Was? Wow! Ich dachte, das würde klappen. Oh, ich weiß. Wie wäre es mit einem Rosenblütenbad? Das ist so romantisch, Ken. Darf ich? Wow, das ist fantastisch. Ich wusste, es gefällt dir. Ich liebe es. Und ich liebe es, dich lächeln zu sehen. Noch mehr Rosenblüten? Dein Haar sieht toll aus. Du weißt immer, wie du mir ein gutes Gefühl gibst. Zeit zu gehen.
Wow, zurück. Das ist nicht gut. Wie ist das passiert? Das hätte peinlich werden können. So geht das nicht. Das muss runter. Ich habe alles, was ich brauche, hier. Das sollte nicht lange dauern. Ich wische das mit dem Tuch ab. Zuerst der Lidschatten. Wie ist das? Wow, das hat geklappt. Jetzt kommt der Lippenstift. Zum Glück bin ich nicht so rausgegangen. Du bist so ein braver Hund. Was ist los, Barbie? Ich bringe mein Make-up in Ordnung. Das dauert nicht lange. Irgendwas ist anders. Ein Ungeheuer. Du kannst echt gemein sein. Schon gut. Ich bin Arzt. Ich weiß, was zu tun ist. Ich brauche meine spezielle Ausrüstung. Du bist in guten Händen, Barbie. Oh, guck dir das an. Das ist so süß und winzig. Konzentration bitte. Halte still. Meine Arbeit ist getan. Wow, du bist ein Künstler. Ja, ich weiß. Schau mich an. Ich fühle mich so schön. Die werde ich nie wieder benutzen. Puppets machen so Spaß. Und weißt du, dass man mit denen auch Schmuck machen kann? Nutze einen 3D-Stift, um eine Blase zu füllen. Genau so. Und dann platziere den Ohrstecker drauf. Mit dem 3D-Stift bedeckst du gleich den Stecker. Dann warte, bis alles trocken ist. Hol ihn aus dem Puppet und bewundere deinen neuen Ohrring. Oder noch besser, trage sie. Sieht ziemlich gut aus, hä? Was ist letzte Nacht passiert? Ich glaube, wir haben zu viel gefeiert. Ich kann es kaum glauben, dass ich heiraten werde. Wow! Ich freue mich so sehr für dich. Prost! Wuhu! Das mache ich nicht nochmal. Ich mache mich lieber mal frisch. Was für eine Unordnung. Toll, dann muss ich auch noch aufräumen. Wow, was ist mit meinem Make-up passiert? Warte, ich erinnere mich da an was. Ich glaube, wir waren im Club. Juhu, Applaus für Mia, lass uns feiern. Oh yeah, Ladies. Wer singt als nächstes? Huh? Ups, sorry, lass uns abhauen. Wow, das war voll peinlich. Und sie steht in meinem Badezimmer. Was ist mit der Toilette passiert? Voll seltsam. Bitte lass das das Schlimmste sein, was passiert ist. Warte. Das ist die beste Nacht aller Zeiten. Wir sollten das jedes Wochenende machen. Das mache ich definitiv nicht jedes Wochenende. Jeder einzelne Teil meines Körpers tut weh. Hä? Wo kommt das denn her? Lass uns spielen. Ich will ein Puppet gewinnen. Mach weiter. Juhu, wir haben es geschafft. Das war nicht so schlecht. Oh nein, mein Ring. Oh je. Wo bin ich? Ich sollte heute eigentlich heiraten. Ich brauche einen Ring. Ich muss mir was einfallen lassen. Es wird Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Zuerst brauche ich eine Muffinform. Und da gieße ich klaren Epoxidharz rein. Jetzt mache ich noch ein paar rote Tropfen hinein und verrühre alles. Mit dem Pinsel kreiere ich einen Wirbel. Bevor es fest wird, drücke ich einen Ring hinein. Ich glaube, es ist fertig. Yes, perfektes Timing. Lass uns heiraten. Ich liebe Schokolade. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Oh, Schatz, vergiss deinen Ring nicht. Er passt perfekt. Oh, so romantisch. Wir sind verheiratet. Und nun darf ich die Braut küssen. Ein weiterer Tag, ein weiterer Dollar. Kleiner Bankgag am Rande. Hallo? Hi, ich wollte mit dir über... wer sind Sie? Dein Ernst? Ich bin's. Muss das wirklich sein? Oh, Mia! Hi, schön, dich zu sehen. Na, endlich. Jedes Mal das Gleiche. Ich will meine Sachen haben. Deine Füße sind auf meinem Schreibtisch. Weniger quatschen, lieber mein Geld holen, okay? Na klar! Und schnell bitte. Wie komme ich nochmal in den Tresorraum? Ah, ich weiß wieder. Die macht mich so nervös. Aber sie ist unsere beste Kundin. Ah, ich bin da. Welcher Schlüssel war es nochmal? Es sind so viele. Ich glaube, das ist der richtige. Hey, tut mir leid, dich aufzuwecken. Ja, Sterbliche. Ich brauche das Geld. Bitte? Nimm es und verschwinde aus meinem Reich. Danke, dann lasse ich dich mal weiterschlafen. Der Typ ist so gruselig. Was dauert das denn so lange? Bin wieder da, bitte sehr. Soll das ein Witz sein? Oh, okay, bin gleich wieder da.
Kaum zu glauben, dass das falsch war. Die ist echt so gemein. Aber diesmal hole ich das Richtige. Ah! Okay, ich schaff das. Schön langsam. Hab's. Ich brauche einen neuen Job. Das hier ist alles zu stressig. Hier ist die Kassette. Und? Sie wollten die Kassette nicht. Das wusste ich. Hoffentlich erwische ich jetzt das Richtige. Ein Koffer? Den will sie haben? Der lebt! Was ist denn da drin? Na endlich, ich bin frei. Schön, dass ich helfen konnte. Schnell, du musst mit mir mitkommen. Hier lang bitte. Da ist er. Was für Geschäfte macht ihr denn hier? Oh, ich wollte doch einen Freund. Ach, geh einfach wieder in deinen Tresorraum. Keine Sorge, ich krieg das hin. Ich brauche nur den richtigen Schlüssel. Der muss hier irgendwo sein. Dauert nicht lange. Muss ich denn alles selbst machen? Es ist der hier. Ah, das wusste ich. Darf ich? Nein, warum nicht? Vorher muss ich noch was erledigen. Lass mich nachdenken. Oh, Klammern. Perfekt. Mehr brauche ich nicht. Aber damit werde ich es dir einfacher machen. Ich verteile die Klammern zu einem Muster und klebe sie zusammen. Dann setze ich noch etwas Funkel drauf. Das muss jetzt nur noch an den Schlüssel. Sieht gut aus. Und den wirst du nie wieder verlieren. Hier, bitteschön. Wow, das ist super. Ich hole deine Sachen. Tada! War das denn so schwierig? Ich brauche mal wieder was Neues. Die hier kannst du in den Tresor stellen. Natürlich, ich habe hier den Schlüssel. Phew, das war anstrengend. Sie hätte die Schuhe wenigstens vorher putzen können. Wo sind denn alle? Es ist so still hier. Oh, hey Leute! Dein Ernst? Das wird nicht passieren. Also jedenfalls, Vielleicht haben sie mich nicht gesehen? Hä? Was ist das? Wow, es gibt eine Party? Und die ist heute! Das ist so cool! Soll ich da überhaupt hingehen? Ich wäre ganz alleine da. Ach, warum denke ich immer so viel nach? Was macht denn die Streberin da? Die ist voll der Loser. Hey, spielen wir ihren Streich. Ich werde nie beliebt sein. Hey Mandy, willst du mit auf die Party gehen? Mit dir? Wirklich? Also als Date? Oh mein Gott. Nee, krass, sie ist ohnmächtig geworden, klassisch. Was? Das war nur ein Witz? Das hätten wir filmen sollen. Als ob ich dich daten würde. Hört auf, über mich zu lachen. Komm, wir gehen. Warum sind die so gemein? Was habe ich denen denn getan? Die sind so schrecklich. Ich wollte doch nur Freunde finden. Moment mal. Die Träne bringt mich auf eine Idee. Und die ist perfekt für die Party. Das wird toll werden. Ich habe eine Schüssel voll Epoxidharz. Da kommt nun Farbe rein. Das ist ein schönes, kräftiges Blau. Und nun schön verrühren. Alles muss gut vermischt sein. Sieht gut aus. Und nun gieße ich das in die Form. Ich habe mich für den Tropfen entschieden. Ich fülle die Form bis oben voll. Nun warten wir, bis es hart ist. Und dann kommt er in meine Kette. Wow, das sieht super aus. Meine persönliche Tropfenkette. Komplett perfekt. Nun brauche ich noch was zum Anziehen. Wow, ich fühle mich fantastisch. So kann ich zur Party gehen. Meine allererste Party, so habe ich mir das immer vorgestellt. Party! Wow, guck mal da, Mandy. Oh mein Gott, er schaut hier rüber. Was mache ich jetzt? Voll schön, dass du da bist. Entschuldigung? Also das von vorhin, das war nur ein Streich. Willst du tanzen? Auf keinen Fall. Ich habe gesagt, es tut mir leid. Die Party rockt voll ab. Oh yeah. Oh gut, ich bin pünktlich. Dachte schon, ich wäre zu spät. Oh hey. Diese Armbänder sind so cool. Hi Mandy, ich finde die Farbe unterstreicht meine Augen. Was machen die da? Armband-Buddies. Yeah, Armband-Buddies. Nein. Das tat weh. Du brauchst ein Armband, um Armband-Buddy zu sein. Oh klar. Naja, ich gehe dann wohl lieber. Die halten sich für was ganz Besonderes, hm? Naja, da kann ich wohl nichts machen, denke ich mal. Ich bin mal lieber meine Schnürsenkel, ich will ja nicht stolpern. Warte mal, ich habe eine tolle Idee. Vielleicht kann ich doch noch Armband-Buddy werden. Ich mache eine Schlaufe mit meinem Schnürsenkel und binde einen Knoten. Genau so. Und dann ziehe ich das Ende durch die Schlaufe. Dann fange ich an zu flechten, so wie ich es bei meinen Haaren mache.
Das sieht sehr gut aus. Jetzt noch die Enden zusammenknoten. Voll einfach. Probieren wir es an. Und ich habe für jeden eins. Ich hoffe, die gefallen Ihnen. Wie geht's meinem kleinen Wonneproppen? Also, es wird Zeit für die große Enthüllung. Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Finden wir es raus. Wuhu! Das war laut. Juhu, wie aufregend. Das hat echt Spaß gemacht. Hey, es ist eine Puppe. Pikachu? Ich bin so glücklich. Moment mal, was ist hier los? Oha! Niemals! Das kann doch nicht sein! Hey, Mami! Gibt's was zu essen? Hm, das ist sehr interessant. Hey, Barbie, wie geht's? Ich bereite mich mal vor. Notizbuch, check! Und wo ist mein Stift? Hm, ich hatte doch einen. Ich weiß, Barbie hat immer welche. Hm, ich muss nachdenken. Hey, ich hab's. Beste Freundin, leihst du mir einen Stift? Meiner ist weg. Schon wieder. Klar, kein Problem. Ich hab noch einen. Hier, bitte. Danke. Ich fang dann auch mal an. Hm, das weiß ich. Das ist knifflig. Ich hätte besser lernen sollen. Was kommt jetzt? Aha! Hä? Ist der Stift geschrumpft oder bin ich ein Riese geworden? Den kann ich nicht mehr nehmen. Barbie, ich brauch noch einen Stift. Okay, nimm den hier. Warte mal. Was machst du da? Ich versuche nachzudenken. Das hilft mir beim Konzentrieren. Nom, nom, nom. Lecker. Du siehst aus wie ein Biber. Stopp. Gib den her. Was soll das? Meine Stifte sind strengstens verboten. Wie soll ich denn was schreiben? Ach, rede mir keine Schuldgefühle ein. Warte kurz, ich weiß, was zu tun ist. Ich bastle dir einen hübschen Stiftaufsatz mit diesem Schaumstoff. Dann fange ich mal an. Ich klebe die Enden zu einem Kreis zusammen. Dann trage ich Kleber auf die Kante auf. Jetzt brauche ich eine kleine Plastikscheibe. Die klebe ich oben auf den Kreis auf. Wenn alles klebt, drehe ich ihn um. Jetzt brauche ich gelben Glitzer. Ich streue den in den Kreis. Da kommt die zweite Plastikscheibe drauf. Und jetzt werde ich künstlerisch. Ich male ein Gesicht auf das Plastik. Dann klebe ich dieses kurze Schaumstoffrohr unten ran. Da wird der Stift reingesteckt. Hm, das erinnert mich an jemanden. Genau wie ich es wollte. Ich habe etwas für dich. Das wird dir bestimmt gefallen. Du hast das für mich gemacht? Wow, ich fühle mich geehrt. Danke, echt schön. Hm, ich sollte auch was für Barbie machen. Aber was? Es sollte süß sein und von Herzen kommen. Aha, meine Streusel, mit denen wird's gehen. Mit Süßigkeiten kann man nichts falsch machen. Ich muss sie nur mit meinem Kaugummi mischen. Okay, weiter geht's. Ich brauche eine Blase. Oh, die ist hübsch. Okay. Warte einfach, ich brauche deinen Stift. Gib mir eine Sekunde. Tada! Wie findest du das? Ich weiß, ist fantastisch. Das ist für dich. Oh, wie schön. Das ist so niedlich. Genau wie ich. Okay, zurück zur langweiligen Klassenarbeit. Was für ein Tag. Hi, Barbie. Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Wow. Hey, pass doch auf. Igitt, was ist das? Soll das ein Witz sein? Das ist ekelhaft. Also, ich war vorhin an meinem Spind und Kevin war... Warte, ich muss niesen. Ich hasse es, wenn das passiert. Ach, das merkt schon keiner. Hab schon Schlimmeres angerichtet. Also, ich habe über seine Witze gelacht und er hat mich angemacht. Ich kapier nichts davon. Schon wieder? Okay, aber mach schnell. Lass dich nicht erwischen. Beeil dich. Mach schon. Was? Willst du mich verarschen? Was soll denn das? Sind das Chipskrümel? Oh, sorry. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Willst du auch welche? Nein, mehr für mich. Erinnere mich daran, warum wir Freunde sind. Ich tröste mich mit dieser Tafel Schokolade. Och, ich hab's wieder vermasselt, oder? Tut mir leid. Warte mal. Die Schokolade sieht ja lecker aus. Und die bringt mich auf eine Idee. Das dürfte nicht lang dauern. Zuerst brauche ich einen Klebestift. Ich streiche mit dem über das Notizbuch. Dann klebe ich ein Stück Pappe drauf. Schön glatt streichen, damit es keine Falten gibt. Das mache ich auch auf der Rückseite. Wichtig ist, dass es fest klebt. Ich habe kleine Rechtecke aus Karton ausgeschnitten. Ich muss noch die Kanten falten, weil ich daraus eine Schachtel mache. Dann trage ich auf die Seiten Kleber auf. Darauf kommt ein passendes Stück Karton. Ich drücke es an die Laschen. Das müsste jetzt kleben.
Und ich brauche noch mehr davon. Aber die Schachteln klebe ich nur oben an. Unten kommt blauer Karton hin. Ich male noch ein süßes Gesicht drauf. Jetzt knüll ich ein Stück Alufolie. Ich forme die zu einem Rechteck. Dann kommt Kleber drauf. Das wird reichen. Jetzt klebe ich das auf das Notizbuch und ich bin fertig. Sieht aus wie eine Tafel Schokolade. Das macht Appetit. Hey, guck mal. Sorry wegen deines Notizbuchs. Für mich? Das ist perfekt. Du kennst mich wirklich gut. Ich will mich revanchieren. Und ich weiß auch schon wie. Ich brauche diesen gelben Schaumstoff. Ich habe zwei Ohren aus Karton ausgeschnitten. Die nutze ich als Schablonen. Jetzt kann ich sie ausschneiden. Als nächstes brauche ich gelben Filz. Ich lege das Notizbuch drauf und mache zwei Klebelinien oben auf die Kante. Da kommen die Ohren ran. Jetzt öffne ich das Notizbuch und trage Kleber auf die innere Kante auf. Dann schlage ich den Filz um und klebe ihn innen an. Ich nehme zwei rosa Filzkreise als Wangen und dann male ich den Rest des Gesichts. Es fehlen nur die Nase und die Augen und ein breites, glückliches Lächeln. Psst, guck mal, was ich hier habe. Ist für dich? Als ob ich in den Spiegel gucke. Wow, es ist so schön weich. Das ist voll cool. Mein Notizbuch macht mir Appetit. Ich könnte sofort reinbeißen. Wow, mein Bild nimmt langsam Form an. Es ist so still hier. Fast schon zu still. Ah, das erklärt es. Pikachu versteckt sich schon wieder. Hey, ich weiß, dass du da drin bist. Raus da, es gibt viel zu tun. Ah, was ist los? Ich will doch nur schlafen. Barbie kann echt nerven. Ignoriere mich nicht. Du willst es also nicht anders? Das wollte ich eigentlich nicht tun. Ah, ich bin voll müde. Hey, wie geht's? Oh, wir haben Kunst voll vergessen. Dann mache ich mich mal an mein nächstes Meisterwerk. Aber ich brauche Inspiration. Mir fällt nichts ein. Vielleicht gehe ich wieder schlafen. Hey, ich hab's. Das wird super werden. Zuerst falte ich ein Blatt Papier. Jetzt male ich einen Pokeball. Ich zeichne einen Halbkreis auf den oberen Teil. Dann ein kleinerer Halbkreis in die Mitte. Das mache ich auch unten. Jetzt klappe ich das Blatt auf und male in der Mitte weiter. Das wird ein Selbstporträt. Ich zeichne zwei Arme und Ohren und dann das Gesicht. Jetzt male ich alles aus. Ich nehme natürlich Gelb. Ich muss nur innerhalb der Linien bleiben. Ich nehme Rot für die Wangen und Rosa für die Zunge. Jetzt male ich den Pokeball aus, aber nur die obere Hälfte. Ich lasse ein kleines Oval frei als Lichtreflexion. Okay, das war's. Jetzt klappe ich das Blatt wieder um. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Das muss ich Barbie zeigen. Barbie, guck mal. Wow, wie clever. Ich bin beeindruckt. Warte mal, was ist das? Ist dir das nicht aufgefallen? Da ist ein Bleistiftstrich. Ein was? Oh nein, wie kommt denn der dahin? Meine schöne Schöpfung ruiniert. Nicht weinen. Alles wird gut. Ich kann dir helfen. Ich brauche nur Unterstützung. Wen nehme ich? Ah, du wirst es schaffen. Genau, lauf einfach über das Bild. Das klappt. Diese Schuhe sind stylisch und praktisch. Wow, nichts mehr zu sehen. Wie hast du das gemacht? Ich verrate dir mein Geheimnis. Die Puppenschuhe waren nicht immer so schick. Zieh die aus. Die müssen angepasst werden. Ich habe zwei Radiergummis in Form von Schuhsohlen. Ich trage Kleber auf und bevor der fest wird, drücke ich die Schuhe drauf. So einfach ist das. Und schon sind die schicken Schuhe fertig. Probier sie gleich an. Die passen perfekt. Du siehst toll aus. Ich bin neidisch. Ich hätte auch gern so ein paar. Wir sollten zusammen shoppen gehen. So ist es gut. Zeig, was du drauf hast, Kleine. Gut, oder? Wow, das haut mich um. Was würde ich nur ohne dich machen? Ich werde das an meine Wand hängen. Oh nein, ich bin spät dran. Unfassbar, dass ich verschlafen habe. Schon wieder. Hey, warum gibt's hier nur einen Stift? Oh, deshalb. Ich war letzte Nacht künstlerisch unterwegs. Ich bin ein bisschen chaotisch geworden. Ach, ich habe keine Zeit dafür. Wie sind die da reingekommen? Ich muss los. Pikachu kommt immer zu spät. Ich bin da, ich bin da. Das ist ja cool. Hey, guck mal. Ich habe ein Einhorn auf meine Stifte gemalt. Ich bin so glücklich. Wow, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Du bist echt kreativ. Was für ein Durcheinander. Ich wäre auch gern so organisiert wie du. Aber ich bin's nicht. Oder vielleicht doch? Eine Idee formt sich. Ich muss nur weiter überlegen. Ja, ein Versuch ist's wert. Ich schneide einen Teil von meinem Ordner aus. Ich habe Hilfslinien drauf gemalt. Mit meinem Lineal falte ich die Linien. Dadurch bekomme ich gerade Kanten. Ich mache das bei allen Hilfslinien. So geht's viel einfacher.
Das ist die letzte Falz. Jetzt kann ich das zusammenbauen. Ich muss nur alle Seiten umklappen. Und dank dieser Lasche fällt nichts auseinander. Sieht noch langweilig aus, aber nicht mehr lange. Ich fange mit den Augen an. Dann zeichne ich Kreise für die Wangen. Ich bin gleich fertig. Wow, viel besser als ich dachte. Manchmal bin ich von mir selbst überrascht. Die perfekte Federtasche. Du hast die gemacht? Kein Stiftchaos mehr. Alles, was ich brauche, ist hier drin. Hätte mir auch schon früher einfallen können. Ich brauche einen anderen Stift. Zum Glück weiß ich, wo sie sind. Warum Schmuck kaufen, wenn du selbst welchen machen kannst? Ich bekomme einfach nicht genug von Pink. Und als Form kommt nur das Herz in Frage. So, zwei sind immer besser als eins. Jetzt zum Epoxidharz. Keine Bange, Glitzer kommt noch. Und auch hübsche Perlen. Wie bezaubernd ist das denn? Wunderschön. Ein Unikat, genau wie ich. Wow, eine echte Meerjungfrau? Ich kann's nicht glauben. Hi! Oh, hallo Mensch. Oh, komm her. Ich? Aber ich habe Flossen, siehst du? Ach ja. Siehst du das? Versuch zu fangen, okay? Wow, das ist göttlich. Danke. Bitte sehr. Das ist fantastisch. Oh, meine Augen. Hä? Wo ist sie hin? Was ist passiert? Ist sie im Wasser? Hi, Fischi. Nein. Claire? Hä? Oh, du bist es. Ich bin so froh. Und hier gehe ich zur Schule. Oh, hi alle zusammen. Okay, einer nach dem anderen. Oh Mann. Ein Autogramm? Bitte? Wow. Hallo? Hier drüben. Siehst du mich? Wartet, ich kann nicht denken. Stopp. Geht mir aus dem Weg. Hey, ich habe eine Idee. Schaut einfach zu. Seht ihr dieses gedruckte Design? Mit dem Draht forme ich das nach. Fertig. Sieht toll aus. Wenn beide Seiten fertig sind, mischt man in zwei Bechern verschiedenfarbiges Epoxidharz. Schön. Mit einem Stab das Harz verteilen. Genau so. Das perlenfarbige Harz kommt hier rein. Schön flach machen. Dann kommt hier ein Kreis hin. Sieht aus wie eine kleine Sonne. Bezaubernd. Auf die andere Seite kommt eine kleine Mondsichel. Dann Klarlack auftragen als Schutz. Perfekt. Alles trocken. Schaut euch das an. Sorry, ich muss hier durch. Danke. Aber gerne doch. Wow, wie süß. Ich weiß. Ich liebe es. Hey, die passen zusammen. Hey, hey. Bleibt locker, wir sind Besties. Hey, wir ergänzen uns. Dein Yin und mein Yang. Yay, wie spannend. Gleich geschafft. Wir sind frei. Warte. Ja? Ich hab Snacks dabei. Hier für dich. Ich danke dir. Und dazu noch etwas Unterhaltung. Hey, guck dir mal die Werbung an. Wow. Kauft jetzt. Pika, Pika. Alles klar, ich fange an. Ziemlich gut, stimmt's? Oh ja, total lecker. Ich wünschte, ich hätte größere Hände. So gut. Du kannst doch einen Löffel benutzen. Ein Löffel? Das ist doch umständlich. Aha. Und jetzt schieb das in deinen Mund. Wirklich? Aber wie kriege ich den da rein? Voll schwierig. Hab's fast geschafft. Ist lustig, glaube ich. Sehr gut. Was ist das? Ist das ein Pokémon-Anhänger? Cool. Wow. Da muss man doch zuschlagen. Ja? Oh, das Teil ist wirklich hübsch, stimmt's? Oh Mann. Holt euch euren Anhänger jetzt. Einfach anrufen oder texten. Ich habe nicht so viel Geld. Ja, ich auch nicht.
Warte, ich habe eine Idee. Und dafür brauche ich diesen Löffel. Ich habe hier farbigen Ton. Den rolle ich jetzt zusammen. Der kommt dann in den Löffel. Mit einem zweiten Löffel drücke ich den flach. Perfekt. Und jetzt zum lustigen Teil. Ganz viel Glitzergel. Ultraviolettes Licht trocknet es. Fertig. Dann rausholen. Hübsch. Wow. Und schon habe ich einen Anhänger. Mach den an meinen Rucksack, bitte. Bitte sehr. Und der kostet absolut nichts. Total. Seht ihn euch an. Du bist die beste Meerjungfrau-Freundin. Oh, och Mano. Alles geschmolzen. Das ist Eiscremesuppe. Mama ist für eine Stunde weg. Schnell, was soll ich anprobieren? Ich weiß nicht. Ah, total gemütlich. Oh, hey. Das Teil macht mich erwachsen. Mama hat den besten Schmuck. Was ist das Glitzerndste? Wow, so schön. Fertig. Hey, wo ist alles hin? Hey, nein. Suchst du die hier? Du bist so eine Schmuckramscherin. Gib mir auch was. Oh, wenn's sein muss. Du kannst den Kopfschmuck haben. Und das auch. Gut. So, bist du jetzt zufrieden? Und der Ring? Ich will den. Wirklich? Das ist mein Lieblingsteil. Oh. Nein, nicht weinen. Ich kann nicht anders. Warte, lass mich nachdenken. Mama hat noch mehr coole Sachen. Wird Zeit, über das Schmuckkästchen hinauszuschauen. Zuerst klebe ich durchsichtiges Klebeband um den Deckel. Glatt streichen und dann Klarlack draufpinseln. Dann kommt cooles Papier drauf. Schön umwickeln und mit Lack bestreichen. Es sollte wieder Klarlack sein. Dann einfach abziehen. Nach dem Trocknen nur noch die Kanten abschleifen. So, schön saubere Kanten. Tada! Das ist ein einzigartiger Ring. Und der ist nur für dich. Oh, der ist fantastisch. Wow. Noch mehr? Cool, stimmt's? Ich habe verschiedene Designs gemacht. Und ich habe noch einen für dich. Oh, der hier ist echt cool. Du bist die beste, Claire. Okay, los geht's. Ich bin echt gut im Angeln. Hey, ich glaube, ich hab was. Wow. Ich hab's ja gesagt. Wow, bin ich gut. Ja, total. Jetzt bin ich dran. Okay, ich fühle mich gut. Ich hab auch was. Siehst du, es ist ein... Igitt, was ist das? Es gab einen Grund, warum das im Müll gelandet ist. Hey! So! Nein! Hä? Ups! War nicht gut? Was ist da oben los? Mal sehen! Hey! Das sieht aus, als ob es was wert ist! Wow! Neidisch? Das gehört jetzt mir! Oh! Tschüss! Flipp nicht aus, okay? Wir finden was anderes für dich, zum Beispiel das hier! Oh! Eine alte Flasche? Ew. Nein! Oh, tut mir leid! Hey, du! Oh, ich weiß! Was? Ich bastle dir was Besonderes, okay? Super! Zuerst steche ich mit dem Cutter in die Flasche. Hier und hier. Und mit der Schere schneide ich sie auf. Tada! Und hier auch. Jetzt lege ich das flach hin. Mit dem Lineal zeichne ich zwei Linien drauf. Und dann schneide ich das Plastik zurecht. So umfalten und die Ecken abrunden. Dann mit einem Loch erlochen. Jetzt kommt Klebeband auf die gesamte Länge.
Man sieht das gar nicht. Perfekt, stimmt's? Jetzt die Enden verbinden. Und so ein Band rumwickeln, vorsichtig. Alles muss bedeckt sein. Das dauert etwas, aber wird wunderschön aussehen. Das Loch am Ende muss aber frei bleiben. Zieh da ein Gummiband durch und binde es fest. Jetzt umdrehen und Juwelen draufkleben. Ich nehme Muscheln. Mhm. Hübsch, stimmt's? Und fertig. Hier, das gehört dir. Lass es mich aufsetzen. Wow, danke. Nenn mich einfach Bastelqueen. Hey, er hat mein Diadem aufgesetzt. Was für ein schlechter Tänzer. Hey! Hä? Das bekommt ihr nie wieder. Lauf lieber weg. Warte. Party time. Hi, du. Wie ich sehe, hast du deine Fliege? Darauf kannst du wetten. Viel Spaß. Die Musik ist der Hammer. Keine Fliege? Hä? Nur einen Kragen. Keine Fliege, keine Party. Echt jetzt? Warte kurz. Ich werde was basteln. Was machst du da unten? Nur ein bisschen 3D-Stiftmagie. Du willst eine Fliege? Du bekommst eine Fliege. Ich muss die nur ausmalen. Sieht schon gut aus. Hier noch ein bisschen. Und fertig. Hier. Sag Hallo zu meiner Fliege, Baby. Oh yeah? Gefällt mir. Bin gleich wieder da, okay? Tanzt weiter. Oh, meine Füße schmerzen. Warum habe ich die angezogen? Phew, was für eine Erleichterung. Ekelhaft. Hier liegt überall Müll rum. Ich laufe hier nicht barfuß. Sonst stecke ich mich mit irgendwas an. Nein, auf keinen Fall. Ich muss lächeln und es ertragen. Oh Mann, oh, fast geschafft. Au, wow. Oh, das gibt blaue Flecken. Hey, sind das Schuhe? Aber schmutzige. Naja, aber ich kann die ja sauber machen. Warte mal. Diese Wirbel bringen mich auf eine Idee. Makeover. Schmutzige Schuhe verdienen eine zweite Chance. Nichts, was ein 3D-Stift nicht hinkriegt. Man muss nur kreativ werden. Noch ein paar Farben? Das sieht gut aus. Aber ich habe noch ein paar Lücken zu füllen. Hier geht's ums Muster. Jetzt kommt helles Grün. Das passt perfekt. Auch wenn es eine Weile dauert. Zeit, die Richtung zu ändern. Damit hast du nicht gerechnet, was? Und jetzt zum letzten Schliff. Sag Hallo zu meinen neuen individuellen Schuhen. Inspiriert vom einzigartigen Van Gogh. Eine Sache gibt's noch zu tun. In die Schuhe schlüpfen. Wow, die passen perfekt. Ich bin echt happy. Und jetzt zurück auf die Tanzfläche. Was geht, Leute? Mein Haar ist fast perfekt. So wird's gehen. Schön bequem. Oder auch nicht. Ich finde nicht die richtige Position. Warum? Ist wirklich schon morgen? Wer ist das? Ich sehe abscheulich aus. Wie konnte das passieren? Zurück zum Anfang. Du weißt, was zu tun ist. Komm schon. Bitte, komm schon. Oh nein, das ist nicht gut. Mein einziger Kamm. Oh, Schatz. Wow, dein Frühstück. Papi, meine Haare. Hä? Ein Problem nach dem anderen. Okay, los geht's. Das schreit nach meinem 3D-Stift. Und natürlich deine Lieblingsfarbe, rosa. Weißt du schon, was ich mache? Keine Bange, das ist nur der Umriss. Jetzt fülle ich den aus. Das ist ein bisschen mühsam. Aber warte, bis du das Endprodukt siehst. Hier noch ein bisschen. Perfekt. Jetzt zum mittleren Abschnitt. Die Linien sind jetzt schräg. Unten geht's weiter. Viele Linien. Ist irgendwie hypnotisierend, oder? Noch ein bisschen mehr.
Jetzt zum wichtigsten Teil. Die Zinken natürlich. Ist ja schließlich ein Kamm. Aber der ist niedlicher als die anderen. Tada! Fertig! Wow, der ist so schön! Schluss mit dem Gewirr! Tut kein bisschen weh. Wow, so seidig weich. Meinen alten Kamm vermisse ich gar nicht. Wow, guck dir diese Locken an. Danke. Oh ja, das wird richtige Kunst. Darf meinen Namen nicht vergessen. Hey, Papi. Hm? Was hast du denn jetzt gemalt? Das sind du und ich, Papi. Nicht ganz. Halt mal. Ich zeige dir einen kleinen Trick. Okay. Hm, das ist dein Name. Madison. Das weiß ich schon, Papa. Oh, warte. Ich hab's kapiert. Lass mich mal. So? Ganz genau. Dann ein A? Aha, mach weiter. Ja, genau so. Ja? Fast geschafft. Ja, nur noch ein Buchstabe. Das war's. So knapp. Oh. Ist das falsch? Ich kann das nicht. Gib nicht auf. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Wir brauchen den Boden dieses Glases. Jetzt gehe ich mit dem 3D-Stift am Rand entlang. Einmal komplett rum. Da kommen Perlen mit Buchstaben drauf. Weißt du schon, was ich buchstabiere? Genau, es ist Madison. Durch die Extraschicht wird alles fixiert. Jetzt zum besten Teil. Das kommt um dein Handgelenk. Cool. Jetzt vergesse ich nicht mehr, wie ich meinen Namen schreibe. Cool. Versuch's nochmal. Ich glaub an dich, Süße. Ja, du hast es geschafft. Mein kleiner leuchtender Stern. Ich muss immer zu dieser Kette anschauen. Sie ist einfach wow. Ich bin so glücklich. Sie ist so hübsch. Wow. Aua. Das tat weh. Oh nein. Meine Kette. Sie ist kaputt. Guck dir das an. Oh, vielleicht kann ich sie da reparieren. Hallo? Ist hier jemand? Der Schweißpunkt ist qualitativ gut. Hey. Huhu. Hier drüben. Hä? Was willst du? Hi Annie, komm rein. Ja, bist du sicher? Wie geht's? Meine Halskette ist kaputt. Ja, die ist kaputt. Aber ich kriege das hin. Mal sehen, was wir hier haben. Die ist nicht mehr zu retten und gehört in den Müll. Aber ich mochte die. Sch, mochtest du nicht. Ich mach dir was Besseres. Guck dir das an. Geht's dir auch gut? Ich glaube nicht, dass das mein Stil ist. Ich bin noch nicht fertig. Nein, das mag ich nicht. Ist mir ein bisschen zu wild. Wow, du bist echt pingelig beim Schmuck. Ich habe keine Ideen mehr. Aber wir müssen doch irgendwas tun können. Warte mal. Ich weiß, was zu tun ist. Und wir brauchen nur dieses Poppet. Ich befülle die Vertiefungen mit dem Kunststoff. Ich mache das die ganze Reihe lang. Dann lege ich die Halskette drüber und bedecke sie mit Plastik. Die Kette muss komplett bedeckt sein. Wenn dann alles hart ist, hole ich sie aus dem Poppet. Leg sie gleich an. Wie sieht's aus? Ich muss das sehen. Wow, die sehen aus wie Blumen. Unglaublich, wie du das geschafft hast. Ava, das ist wunderbar. Danke. Hey, das ist mein Job. What? Hm? Yes. Hä? Hä? Wow. Hey. Oops. Weißt du, was dieser Bildschirm braucht? Ein bisschen Heißkleber, mehr nicht, in Form eines Herzens. Aber wir sind noch nicht fertig.
Oh nein, weil wir jetzt Glitzer draufstreuen. Glitzer ist das Beste überhaupt. Und das war's. Ich bin fertig. Nur noch den Überschuss abschütteln. Tada! Ich verstehe diese Kunst nicht. Sieht irgendwie nach nichts aus. Ahem. Ich sorge dafür, dass sich niemand an diesen Meisterwerken zu schaffen macht. Denn wir wissen ja, wenn sich die Gelegenheit bietet, passiert es auch. Aber nicht unter meiner Aufsicht. Niemals. Hey, was zur Hölle? Das muss ich sofort unterbinden. Was machst du da? Siehst du nicht die Hinweise? Essen oder Getränke sind im Museum nicht erlaubt. Ja, genau. Ich werde die für dich vernichten. Sieht aus, als ob der Wächter abgelenkt ist. Das ist meine Chance. Hä? Verarscht er mich gerade mit seinem Handy? Der glaubt wohl, ich sei von gestern oder so. Aber so läuft das nicht unter meiner Aufsicht. Nie und nimmer. Hey, du dachtest, du kommst damit durch, was? Handys sind nicht erlaubt. Ja, ganz genau. Ich habe dich mit deinem Handy gesehen. Du hast Fotos gemacht. Du wurdest erwischt. Jetzt komm schon. Gib es her. Ich würde gern wissen, wie sich dieser Teller anfühlt. Nur mal kurz anfassen. Wow, 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 wow. Auf gar keinen Fall. Du darfst diese Kunst niemals anfassen. Verschwinde jetzt. Keine Bange, du kostbares Kunstwerk. Ich bin hier, um dich zu beschützen. Nein! Was? Der Teller? Nein, ich muss den Alarm ausmachen. So, schon besser. Das Teil ist in Stücke zerbrochen. Ich stelle mal den Ständer wieder auf. So, wenigstens etwas steht an seinem Platz. Aber ich muss mir Zeit verschaffen. Ich lege meine Jacke erstmal drüber. Okay, gut. Jetzt muss ich mir schnell was einfallen lassen. Okay, ich sitze an meinem Tisch. Vielleicht kann ich jemanden anrufen. Nein, eine dumme Idee, die mich nicht weiterbringt. Oh, ich kann vor Hunger kaum denken. Hey, warte mal. Der Teller. Der Ketchup? Könnte das die Lösung sein? Ja, das ist sie. Ich habe meinen sauberen Teller. Und jetzt sprühe ich Alkohol drauf. Das sollte reichen. Und jetzt brauche ich Tinte auf Alkoholbasis. Ich fange mit Blau an, weil das meine Lieblingsfarbe ist. Nur kleine Tropfen. Schön, sie verteilen sich. Aber es braucht mehr. Diese blau-grüne Tinte passt perfekt. Genug Tinte. Jetzt drehe ich den Teller, damit sie sich besser verteilen kann. Schau mal, wie sie sich bewegt. Da läuft die Tinte und macht coole Streifen und Farbbahnen. Aber auf dem anderen Teller gab es noch Grau oder Silber. Ich lasse auch was von dieser Farbe über den Teller laufen. Ich fülle mit ihr einfach die Lücken und fertig. Donnerwetter, der Teller sieht nach echter Kunst aus. Ich bin ein Genie. Vielleicht hätte ich Künstler werden sollen oder so. Naja. Jetzt muss ich den Teller nur noch auf den Ständer stellen. Hoffe, dass niemand was bemerkt. Ausgezeichnete Arbeit meinerseits. Oh nein, nicht schon wieder. Hab ihn. Puh, das war verdammt knapp. Aber zum Glück habe ich den noch erwischt. Puh, das wäre fast wieder eine Katastrophe geworden. Du bleibst schön da, Teller. Laut der E-Mail müsste das der richtige Ort sein. Gut, ich glaube, ich bin auch pünktlich. Ich hasse es, zu spät zu kommen. Was zum Teufel ist mit diesem Mädchen los? Schau dir mal ihre Requisiten an. Hä? Was hat sie mit dieser großen Staffelei vor? Ach, nicht mein Problem. Mal? Naja, wenn es ihr hilft, dann ist das eben so. Heute hat doch jeder irgendein Gimmick. Okay, ich habe meinen Pinsel. Hä? Was machen die ganzen Kleider hier? Ach, das ist gar nicht mein Kunstkurs. Ja, und dann habe ich... Warte mal kurz. Was? Du? Was machst du denn noch hier? Los, sie warten auf dich. Ich schwöre, sie wären verloren, wenn ich nicht wäre. Oh mein Gott, ich muss hier sofort raus. Verzeihung. Ja, pardon, was glaubst du, wo du hingehst? Naja, also ich muss gehen und... Nein, so gehst du nicht. Sieh das an. Geh, ich will dich nicht noch einmal ohne dieses Kleid sehen. Los. Ich weiß nicht, wieso ich eine Modelagentur leiten wollte. Ich weiß, das habe ich auch gesagt. Warte mal kurz, ich muss mal was ansehen. Also, ich habe das Kleid angezogen, wie du gesagt hast. Ja, perfekt. Genau, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber mach noch was mit deinem Gesicht. Im Moment siehst du aus, als wärst du eine Leiche. Hier, nimm diese Palette und mach was. Oh, Make-up. Naja, ich kann ja mal versuchen, mich zu schminken. Ich verstehe was von Farbtheorie, also fange ich mit diesem Gelb an. Lass mich mal sowas ausprobieren. Oh nein, was habe ich getan? Nein, 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 das sieht schrecklich aus. Ich muss das in Ordnung bringen. Ich brauche meinen Malerkoffer. Der wird mir helfen. So, und mein Lieblingspinsel ist auch hier drin. Ich werde mal was anderes machen. Okay, ich starte mit meinem Lieblingspinsel. Ich mache nur ein paar Farbstreifen auf die Borsten. Ich habe rosa und gelb. Wie wäre es jetzt mit grün? Dann kommt blau und noch lila. Sieht toll aus. Damit male ich mir jetzt das Gesicht an. Ich fange hier an und dann gehe ich mit dem Pinsel zu meiner Nase. Dann über die Nase und auf der anderen Seite wieder runter. Fertig. Schau dir mal das Make-up an. Ja, warte kurz. Hey, du bist noch nicht fertig? Oh Mann, wow, dein gewählter Look gefällt mir sehr gut. Toll gemacht.
Und jetzt los, du bist spät dran. Oh, okay, ich komme. Oh mein Gott, ist das wirklich ein Laufsteg? Wie bin ich hier gelandet? Schätze, ich soll da langlaufen. Oh, sie machen Fotos von mir. Muss ihnen gefallen, wie ich aussehe. Oh, ich sehe wirklich toll aus auf dem Bild, wenn ich das so sagen darf. Ist die weg? Endlich! Kaum zu glauben, wie sehr sie in sich verliebt ist. Na, dann schaue ich mir das Bild mal genauer an. Ja, genau. Ich nehme das mit und sie kann nichts dagegen tun. Ha! Ich passe es nur ein bisschen an. Oh, ich habe zu viele Schlüssel. Wo ist der Schlüssel für mein Büro? Ach du Schreck, da ist sie. Sie kommt aber früh zurück. Ich verstecke das besser und mich auch, damit sie mich nicht erwischt. Da kommt sie. Phew, das war heute ein langer Tag. Und der ist noch nicht vorbei. Hm? Warum ist mein Schreibtisch so unordentlich? Das sieht mir ja gar nicht ähnlich. Warte, was ist das da unter den Stiften? Ah! Wer immer das getan hat, steckt in großen Schwierigkeiten. Au, das ist mein Ohr. Hey, das tut weh. Das ist im Moment deine geringste Sorge. Setz dich da drüben hin. Gut, ich sitze. Worüber wollen Sie reden? Was ist das? Was hast du mit meinem Bild gemacht? Und lüg mich nicht an, ich weiß, dass du das warst. Hey, was machst du da? Gib das her. Hey, das ist mein Telefon. Und jetzt ist es meins. Und nicht nur das, ich rufe auch deine Eltern an. Ah, oh, das ist blöd. Ja, ihre Tochter hat Privateigentum in meinem Büro verunstaltet. Ja, danke. Hallo, ich bin hier, weil Sie über meine Tochter sprechen wollen. Hm, hallo, ja, kommen Sie bitte rein und schließen Sie die Tür. Unfassbar, dass sie wirklich meine Mutter angerufen hat. Und, was hat sie dieses Mal angestellt? Nun, wie Sie sehen können, hat sie dieses Bild von mir verunstaltet. Es hing in meinem Büro. Das war ein Bild, das mir wichtig war und sie hat es ruiniert. Hm, ich verstehe. Ja, das ist bestimmt ärgerlich. Oh, aber geben Sie mir mal kurz den Bilderrahmen. Der Glasrahmen? Na gut, hier bitte. Nein, nein, nein. Eigentlich müssen Sie ihn für mich halten. Genau so. Das ist wirklich gut. Ich muss hier nur ein paar Striche machen. Ich weiß nicht, was Sie da machen, aber es scheint sehr ungewöhnlich zu sein. Keine Bange, es wird alles Sinn ergeben, wenn ich fertig bin. Nicht mehr lange. Ich wechsle jetzt zur Farbe. Jetzt wird's spannend. Nur noch ein bisschen Farbe, dann bin ich fertig. Es ist vollbracht. Ach du meine Güte, das ist ein neues Porträt von mir. Ich liebe es. Es sieht genauso aus wie ich. Wenn Sie das sagen. Also, das war's für dich, Fräulein. Du kannst jetzt gehen. Einverstanden. Tu, was sie sagt. Mach schon, verschwende. Oh, okay. Ups. Mama scheint sauer zu sein. Ich liebe dieses Porträt trotzdem. Hm? Oh, ich verstehe, was sie meinte. Juhu, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich habe hier Blumen für dich. Oh, hey, das sind meine Freundinnen. Oh nein, ich habe vergessen, dass sie heute Geburtstag hat. Ich bin eine schlechte Freundin. Was mache ich denn jetzt? Alle haben Geschenke für sie, nur ich nicht. Ich muss mir was einfallen lassen und schnell. Warte, vielleicht habe ich was in meiner Tasche, das mir aus dem Schlamassel hilft. Okay, ich habe ein paar Cracker. Sie liebt doch Cracker. Ist doch ein tolles Geschenk für sie. Happy Birthday! Ich habe dir ein paar von deinen Lieblingscrackern mitgebracht. Cracker? Was? Ich raff's nicht. Oh nein, sie hasst mein Geschenk. Oh, das geht nicht. Ich kann ihr keine Cracker schenken. Das kommt nicht gut an. Oh, eine Flasche Wasser. Ich mache ihr ein Geschenk der Erfrischung. Happy Birthday! Ich weiß, dass du immer Durst hast. Was ist das? Eine Flasche Wasser? Das war's. Nimm das. Ich will auf keinen Fall nass werden. Also fällt die weg. Okay, ich muss doch noch was anderes in meiner Tasche haben. Komm schon, ist hier nichts mehr drin? Hey, warte mal. Ich habe diesen Stoffbeutel. Und ich habe hier Farben. Ja, okay, ich lege den Beutel flach hin. Jetzt brauche ich Farbe, meinen Pinsel und eine leere Plastiktüte, die ich aufgeblasen habe. Jetzt male ich die Spitze der Plastiktüte an und drücke sie genauso auf den Stoffbeutel. Ich mache das noch ein paar Mal. Ich verteile überall diese Farbtupfer. Das ist toll geworden. Ich mache noch einen in die Ecke. Perfekt. Jetzt geht's mit Grün weiter. Die grünen Blätter müssen nicht perfekt sein. Sie sehen so gut genug aus. Ich male nur ein paar neben die weißen Blumen, die ich gestempelt habe. Und fertig. Oh, schön. Ich habe ihr eine Tasche gemacht, die voll süß ist. Die Blumen sind toll geworden. Ich glaube, sie werden ihr gefallen. Na gut, los geht's. Hey, Happy Birthday. Ich habe dir diese Tasche gemacht. Oh mein Gott, du hast die gemacht? Für mich? Wow, ich liebe sie. Vielen, vielen Dank. Du bist so eine tolle Freundin. Oh, da hat aber jemand rumgepfuscht. Zum Glück habe ich immer Werkzeug dabei. Nein, der Hammer hilft mir nicht weiter. Da ist er ja.
Mein 3D-Stift, mein Freund und Helfer. Ich möchte nicht, dass noch mehr Leute stolpern. Eine Linie nach der anderen und den Rest auffüllen. So gut wie fertig. Fast fertig. Tada! Phew, brillant. Na los! Oh yeah! Wow, ich bin schon viel besser geworden. Herzen male ich am liebsten. Hey, bleib wo du bist! Na los, mach schneller! Los, go, go! Geht das auch leiser, Betty? Ruhe da drüben. Oh! Hey, deine Taste! Du hämmerst voll auf der Tastatur herum. Oh, wie soll ich denn jetzt nur spielen? So ein Mist. Gib sie her. Die gehört jetzt mir. Oh, voll ätzend. Sie hat den Stift vergessen. Ich weiß schon, wofür der gut ist. Wenn dir eine Taste kaputt gegangen ist, kannst du dir eine neue mit einem 3D-Stift machen. Achte darauf, dass sie so hoch ist wie die anderen Tasten. Und der Moment der Wahrheit. Yes! Die Show geht weiter. Wow, Betty, du bist ja zurück. Bin wieder da. Betty, du hast meinen Stift genommen, ohne zu fragen. Geschwister sind voll nervig. Das musst du gerade sagen. Wenn du meinst. Ich glaube, ich habe einen Zahn verloren. Zahnfee, komm und hol ihn dir. Hoffentlich ist bald morgen. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Igitt, runter von mir. Oh, nichts passiert. Oh nein, das zaubere ich schnell wieder heil. Der hat schon mal bessere Tage gesehen. Voll hinüber. Sie wacht auf. Ist dein Lieblingsgeschirr kaputt? Dann repariere es mit einem 3D-Stift. Das dauert ein bisschen, aber Geduld zahlt sich aus. Der Rand ist fertig und dann verbinde den Rand mit Linien. Etwa so. Die Hälfte ist schon geschafft, Leute. Und dasselbe machst du nochmal in die andere Richtung. Es sollte ungefähr so aussehen. Schön, oder? Dieser Teller wird ihr bestimmt gefallen. Das hätten wir. Ach ja, der Zahn. Deswegen bin ich ja schließlich gekommen. Ich rieche ein Zähnchen. Bingo. Sie wird sich bestimmt freuen. Schnell weg hier, bevor sie aufwacht. Nicht schon wieder. Heute ist echt überhaupt nichts los. Seit wann gibt es hier Eis? Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Habe ich Geld dabei? Oh nee, da ist ja nur Müll. Und was ist hiermit? Ich versuch's einfach mal. Oh, Kundschaft. Hallo. Hallo. Hast du Eis für mich? Nur gegen Bezahlung. Ich bin pleite. Keine Moneten, kein Eis. Oh Mann. Bin gleich zurück. Okay. Ich kann alles haben, was ich will. Solange ich meinen 3D-Stift bei mir habe. Perfekt, aber es fehlt noch was. Sieht aus wie eine Eiswaffel, oder? Und was passt am besten dazu? Eine Kugel Eis. Jemand Lust auf Erdbeersoße? Ich werde schon richtig hungrig. Sieht das nicht toll aus? Und durch die Öse ziehst du eine Kette. Voll süß. Ich habe auch die passenden Ohrringe dazu. Sind die nicht voll schön? Und jetzt kommt der Feinschliff. Gleich. Oh, du bist zurück. Ja, da bin ich wieder. Wow, so eine schöne Kette. Sieht genauso aus wie dein Eis, oder? Stimmt. Gibst du mir jetzt ein Eis?
Ich wollte doch nur Eis haben. Oh, nicht schon wieder. Gute Nacht. Die Lampe ist viel zu hell. Ups, ich tollpatsch. Und was liegt da noch so rum? Oh, was ist das denn? Das hatte ich ja total vergessen. Was ist das? Barbie, hier bist du also gelandet. Keine Sorge, jetzt kuscheln wir wieder. Ah, wieder vereint. Barbie? Ah! Ich fühle mich so hässlich. Oh, das muss ein Traum sein. Ein Albtraum. Oh, das war gruselig. Aber sie sieht wirklich verwahrlost aus. Wir pimpen dich wieder auf. Das haben wir gleich, keine Sorge. Wir kriegen dich wieder hin. Zuerst ist dein Outfit dran. Dir gefällt rot, habe ich recht? Male Streifen von rechts nach links. Die Länge sollte für ein Kleid passen. Voll süß. Sieht schon viel besser aus. Und du musst es nicht mal shoppen gehen, Barbie. Gute Nacht. Ach, endlich schlafen. Süße Träume. Ein neues Kleid? Oh, danke. Nicht hübsch genug, verschwinde. Ich fühle mich echt hässlich. Das hätten sie auch anders sagen können. Los! Okay, keine guten Aussichten. Hallo? Aha, ich soll gehen? Ich verstehe nicht ganz. Ach, da ist ja jemand. Komm her. Okay. Hier ist mein Portfolio. Bitte sehr. Sehr interessant. Hübsche Augen. Gar nicht übel. Ich habe aber schon Besseres gesehen. Langweilig. Nope. Okay. Verschwinde. Oh, Mann. Oh, wow, so viele Stoffproben. Das ist also die Art von Stoff, die ihr gefällt. Wir werden uns bald wiedersehen. Male ein Linienmuster. Und stopp. Mit einer Kontrastfarbe beginnst du ein neues Design. Sieht interessant aus, oder? Aber noch sind wir nicht fertig. Diese Farben passen echt gut zusammen. Und fertig. Vorsichtig. Hallo, ich habe ein neues Portfolio dabei. Ach, du schon wieder. Diese Fotos werden Ihnen gefallen. Ah, ich rufe dich gleich zurück. Na, das ist mal was anderes. Genau danach habe ich gesucht. Du hast den Job. Sehr gut. Ah ja, endlich. Ich bin Model. Egal, ob du reich oder arm bist, 3D-Stift-Tags können wir alle gebrauchen. Wie Leute Saft trinken können, der nicht frisch gepresst ist, ist mir ein Rätsel. Oh, mir ist so langweilig. Vielleicht sollte ich ausgehen. Aber dann brauche ich Schuhe. Na gut. Juhu! Ja, Ava? Ich brauche Schuhe. Das kann ja nicht so schwer sein. Ich habe dir das schillerndste Paar rausgesucht. Nein. Ah, okay. Feurig rot? Nee. Sandalen? Was ist mit diesen Sneakern? Nein! Schuhe sind oft ein heikles Accessoire. Wenigstens gefällt mir meine obere Hälfte. Okay, Ava. Das ist das letzte Paar, das du hast. Ach komm,
Es regnet nicht mal. Bitte entlass mich nicht. Verschwinde einfach. Mir muss doch was einfallen. Kann ich nicht selbst Schuhe machen? Oh Junge, ich verliere den Verstand. Würde sie die anziehen? Mehr habe ich nicht. Es sei denn, das ist ein schöner Übertopf. Ich hab's. Nutze einen 3D-Stift, um die Lücken zu füllen. Mach weiter, bis du die gewünschte Form erreicht hast. Eine Schuhsohle ist schon fertig. Nimm einen Pappbecher wie diesen und schneide ihn in zwei Hälften. Benutze ihn als Schablone, um solche Gitterstäbe zu machen. Mach weiter. Und wenn du damit fertig bist, zieh das Stück Pappe raus. Nimm ein Band, um die Stäbe zusammenzubinden. Mach eine schicke kleine Schleife. Niedlich! Dir werden die gefallen. Oh, Ava! Ich habe für dich die perfekten Schuhe gefunden. Gefallen sie dir? Im Ernst? Todernst. Wirklich? Oh Gott, bitte mag sie. Ich darf meinen Job deswegen nicht verlieren. Bist du sicher? Mein Leben hängt von diesem Moment ab. Entspann dich, Alter. Ich zieh sie an. Puh. Die sind sogar ziemlich süß. Hoffentlich haben sie meine Größe. Nice. Außerdem sind sie einmalig. Ich zeig sie gleich auf Insta. Und das Chaos? Muss ich mich hier um alles kümmern? Es ist eiskalt. Ich bin auf der Couch eingeschlafen. Wow. Hallo, Verfilzung. Das ist ja mein Kamm. Und ein ganzer Haufen anderer Müll. Igitt. Das Zeug ist voller Spinnweben. Besser als nichts, denke ich. Das Ding funktioniert nicht mehr wie früher. Warum sind diese Knoten so hartnäckig? Autsch! Dieser Filz ist ja riesig. Ah, das ist doch lächerlich. Geh raus! Komm schon! Das war mal auf meinem Kopf. Wer hat dieses wackelige Ding das geschafft? Ach, na egal. Meine Krallen müssen jetzt dran. Oder auch nicht. Gibt's hier noch was anderes? Was ist mit dem Holzspatel? Natürlich. Benutze den 3D-Stift, um die Borsten zu machen. Das kann eine Weile dauern. Aber das Ergebnis ist es auf jeden Fall wert. Du kannst die Borsten so lang oder kurz machen, wie du willst. Mach weiter, bis du den ganzen Spatel bedeckt hast. Zeit zum Trimmen. Halb so lang sollte funktionieren. So, du hast dir eine Bürste gebastelt. Verfilzungen haben keine Chance mehr. Mein Haar wird so seidig glatt sein. Und ich habe keinen Cent ausgegeben. Wie toll sehen meine Haare jetzt aus. Kreativ sein ist toll. Und anstrengend. Mann, ich hoffe, ich bin bereit für diesen Test. Was ist denn da drüben los? Dumme Knallköpfe. Wir werden sowas von abfeiern. Eine Party? Die beste Party? Fantastisch! Beste Party aller Zeiten! Und ich habe genau das richtige Outfit. Es ist Partyzeit. Aber meine Nägel, so kann ich da nicht hin. Aber die Maniküre ist zu teuer. Wie lange kann ich sie verstecken? Mein 3D-Stift! Möchtest du schöne Nägel? Leg zuerst Pergamentpapier drauf. Sobald du das Nagelbett definiert hast, zeichne den Umriss nach. Nimm das Papier ab. Und zeichne den Nagel zu Ende. Dann fülle ihn mit deinem Stift aus. Rot ist immer schön. Sieht schon ziemlich gut aus. Benutze eine Stange wie diese, um ihn so zu formen, dass er auf deinen Nagel passt. Dann zieh ihn vom Papier ab und er sollte die perfekte Passform haben. Tada! Sie sind wunderschön! Der Stift ist echt praktisch. Er braucht schon eine teure Maniküre, wenn man es selbst machen kann.
Hey, deine Nägel sind traumhaft. Vielen Dank. Das ist ein Selbstvertrauensschub. Hallo, Ava. Du strahlst ja heute. Sind die echt? Nein! Ist das David? Nein! Meine Haare! Das sollte flirten wirken. Blöde, lange Haare. So ist besser. Er nimmt mich nicht mehr wahr. Ava bekommt seine ganze Aufmerksamkeit. Echt jetzt? Dann muss es so gehen. Alles ist gut. Hä? Mein ganzes Zeug ist hier rausgefallen. Dieser Tag wird ja immer besser. Hi, David. Wow. Schau dir Annies Ohrringe an. Hey. Was? Wie bitte? Wo willst du hin? Du magst sie wirklich? Sie sind auch einzigartig. Schreib mir einfach auf Insta. Annie denkt wohl, sie ist schlau. Aber ihre Ohrringe sind schon ziemlich cool. Mir gefällt dein Ohrschmuck. Ich helfe dir, so einen zu machen. Zeichne ein Blatt mit einem 3D-Stift nach. Fülle auf das Innere. Sieht aus wie ein echtes Blatt, oder? Sobald es trocken ist, befestige es an einer Kette. Und dann noch ein zweites Blatt. Du kannst sie beliebig kombinieren. Schön! Annie, danke! Immerhin sehen sie teuer aus. Oh, die Schulglocke! Ich muss los! Oh, mein Rock hat sich im Spind verfangen! Oh, komm schon, ich habe keine Zeit dafür! Nun, komm schon! Oh nein! Ach ja, meine Schlüssel. Doi! Ha? Wo ist er denn? Ach so, bestimmt in meiner Tasche. Irgendwo hier drin muss er sein. Okay, das ist jetzt echt bescheuert. Ich kann ihn nicht finden. Moment, ich glaube, ich habe eine Idee. Genauso mache ich's. Mal sehen. Eine Chipstüte? Bücher? Ich muss noch tiefer rein. Da ist er ja. Hab ihn gefunden. Puh, endlich. Das war ganz schön viel Arbeit. Geschafft. Endlich ist der Spind offen. Moment. Ich glaube, ich habe sogar noch eine bessere Idee. Ich habe meinen 3D-Stift und einen Zettel mit einem gemalten Herz. Und jetzt umrande ich es einfach. Super! Und jetzt fülle ich es aus. Das ist mein Lieblingsteil beim Malen mit 3D-Stiften. Vor allem die langen Linien machen mir Spaß. Und es sollten keine Lücken mehr da sein, damit es auch gut aussieht. Okay, das Herz ist fertig. Jetzt nur noch einen Schlüsselring befestigen. Dabei kann der 3D-Stift auch helfen. Tada! Fertig und bereit zum Einsatz. Der sieht so süß aus. Und das Beste daran, keine Schlüsselsuche mehr. Dieser Tanz macht voll Spaß. Oh, die Klingel. Ich gehe schon hin. Mist, wir waren gerade voll drin. Guck mal, da ist ein Paket gekommen. Yay, meine neuen Crocs. Die sind voll schön. Oh, ich liebe sie. Wow, oh, ich bin voll neidisch. Meine sind weiß und langweilig. Hey, ich glaube, ich kann sie aber verschönern. Ich male eine kleine süße Blume. Und jetzt mein guter alter 3D-Stift. Zwei Blütenblätter fertig und weiter zum Rest. Am liebsten mit einer Hin- und Herbewegung. So, fertig. Und jetzt nehme ich noch Gelb für die Mitte. Oh, die ist so süß geworden. Als nächstes eine Erdbeere. Bei der fahre ich zunächst den Rand in Schwarz nach. Das sieht schon mal gut aus. Und jetzt die grünen Blätter. Und natürlich rot für die Erdbeere. Das wird so bezaubernd. Und fertig. Als nächstes einen Stern. Dafür brauche ich nicht mal eine Vorlage. Ich kann die Umrandung auch freizeichnen. Durch das Gelb sieht es hell leuchtend aus.
Geschafft. Und jetzt kommen die Schuhe dran. Ich glaube, den Stern setze ich hier hin. Und jetzt noch die anderen. Yes, die sehen echt toll aus. Zeit, sie anzuprobieren. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Wow, das hast du richtig gut gemacht, Kate. Hier, das schenke ich dir. Oh, danke. Willst du was richtig Cooles sehen? Guck mal, was ich noch gemacht habe. Die passen genau auf die Schuhe für einen komplett neuen Look. Ich habe den Schuh einfach mit dem 3D-Stift nachgezeichnet. So cool. Ach ja, unser Tanz. Jetzt können wir unsere neuen Schuhe richtig herzeigen. Fast fertig mit Geschirrspülen. Puh. Oh nein, noch eine Tasse. Mach die hier bitte auch noch sauber. Okay, gut. Nur noch die eine. Echt keine Ahnung, wie eine Tasse so dreckig werden kann. Was zur... Meine Hand! Oh nein, ist sie kaputt? Boah, sie ist noch ganz... Nein! Ausgerechnet ihre Lieblingstasse, sie wird mich umbringen. Moment, vielleicht kriege ich das wieder repariert. Ich brauche nicht mal Kleber, ich habe meinen 3D-Stift. Ich bedecke damit einfach die Bruchstelle. Es hat die gleiche Farbe, man sieht es also gar nicht. Und dann mache ich das den ganzen Henkel entlang. Die ganze Seite. Es braucht auch gar nicht viel. So, eine Seite fertig, jetzt nur noch die andere. Hier mache ich jetzt einfach nochmal das Gleiche. Fast fertig mit der Seite. Geschafft! Und jetzt nur noch oben und unten. Der Henkel ist das Wichtigste an einer Tasse. Daher muss ich sicher gehen, dass er ganz fest sitzt. Fertig! Und der Henkel hält sogar. Ah, hier hast du etwas Saft. Ha, ich sehe, du hast den Henkel verschönert. Hm, ist da irgendwas mit passiert? Nein. Na gut, dadurch ist das Festhalten auch viel angenehmer. Danke für den Saft. Ich bin so froh, dass das geklappt hat. Entschuldigung, ich müsste mal an meinen Spind. Mega komisch, dass sie genau hier lernen muss. Mist, die Schulglocke. Hey, wie konnte sich mein Rock im Spind verfangen? Oh, der klemmt richtig fest. Ich muss ihn wohl einfach rausziehen. Jetzt habe ich mich ausgezogen. Nein, das versuche ich lieber nicht. Oh, da ist ein Riesenloch. Moment mal. Ja, mein 3D-Stift. Bin ich froh, dass ich den mitgenommen habe. Ich male einfach ein süßes kleines Design um das Loch im Rock herum. Jetzt ausmalen. Ganz wichtig ist, dass das Loch überdeckt ist. Und nun die nächste Farbe. Um auch den Rest des Lochs zu übermalen. So, das Loch ist unsichtbar. Jetzt noch ein paar kleine Details. Ich will die Ohren aus. Und ich verpasse ihm noch ein paar Augen. Nase und Mund darf ich nicht vergessen. Oh, dieser Fuchs ist echt süß geworden. Das Loch ist repariert und mein Rock sieht sogar noch süßer aus. Zwar hatte der Wolf scharfe Zähne, aber er hatte auch ein weiches Herz. Und als die Prinzessin sein Fell streichelte, lag er ihr zu Füßen. Und von diesem Tag an waren sie für immer zusammen. Oh, sie ist eingeschlafen. Ich decke sie noch richtig zu. Und jetzt auf Zehenspitzen rausschleichen. Oh nein, das war zu laut. Oh, bitte wach nicht auf. Puh, sie schläft weiter. Mist, ich habe ihre Puppe kaputt gemacht. Sie wird so sauer sein, wenn sie das sieht. Oh Mann, was soll ich nur tun? Ja, ich weiß, was ich mache. Komm her, Püppchen, wir reparieren dich wieder. Lass mich nicht im Stich, lieber 3D-Stift. Diesmal brauche ich dich wirklich. Ich versuche es wie Fischschuppen aussehen zu lassen, damit die Meerjungfrau noch echter aussieht. Und jetzt ganz unten die Flossen. Für den Anfang nehme ich Gelb. Ich glaube, das passt ganz gut. Aber ich benutze viel Gelb, weil ich will, dass es hübsch wird. So, und jetzt noch der finale Touch. Noch ein bisschen Gelb hier oben. Und ich bin fertig. Oh, die ist echt super süß geworden. Ich denke, das Ergebnis wird ihr gefallen. Ehrlich gesagt, bin ich ziemlich stolz auf mich.
Ich lasse ihre Puppe einfach hier, damit sie sie findet. Schlaf schön. Und jetzt nochmal aus dem Zimmer schleichen. Der Wolf will Kirscheiscreme. Ja, ich hatte recht. Das Popcorn ist so gut. Wo ist es denn? Wo ist es? Vielleicht unter diesen Kissen? Was machst du da? Hör auf, mit den Kissen auf mich zu werfen. Lass mich mal unter deinen Beinen gucken. Es ist aussichtslos. Ich habe überall geguckt. Was ist dein Problem? Ich habe einen Ohrring verloren. Ich finde ihn einfach nicht. Ha, tja, dieses Blatt hier sieht ihm doch ziemlich ähnlich. Gib mir einen Moment. Ich kann dir auf jeden Fall helfen. Und wieder mal kommt der 3D-Stift zu unserer Rettung. Dieses Grün ist echt hübsch. Es leuchtet voll schön. Und nun die andere Seite des Blatts. Das macht echt Spaß, ein echtes Blatt auszumalen. Fertig! Jetzt einfach rausziehen. Das sieht fast wie echtes Laub aus. Und nun befestigen wir den Haken am Ohrring. Gut. Und jetzt noch einen zweiten. Sie sind bereit zum Tragen. Guck mal, was ich für dich habe. Hier. Wie schön! Ich probiere sie gleich mal an. Und wie sehen sie aus? Gut? Yay! Oh mein Gott, ich liebe sie. Die sehen aus wie echte Blätter. So hübsch. Siehst du, jetzt musst du dir keine Sorgen mehr machen. Es geht um die Reihenfolge der Operationen. Okay, möchte jemand? Na los! Oh, okay, ich weiß nicht so recht. Ach, diese Nagelhaut. Sie muss mal chillen. Warte, zieh ich die 7 ab? Das kann nicht stimmen. Nichts davon stimmt. Luna? Du rechnest nicht? Okay, gut, ich versuch's. Reihenfolge der Operationen, stimmt's? Plus mein Taschenrechner. Boah, wie cool! Das ist mein Mathe-Distresser. Der erledigt die kniffligen Matheaufgaben. Nenn mich einfach Luna Einstein. Ich hab's. Ich bin so schlau. Schlau genug, um einen Taschenrechner zu haben. Was? Wie kann sie vor mir fertig sein? Ich hasse den Matheunterricht. Es gibt so viel zu tun heute. Oh, bleib da stehen, Fräulein. Was versteckst du vor mir? Aha. Eine Banane. Du kennst die Regel. Kein Essen. Na gut, dann esse ich sie eben jetzt. Okay, dann. Ich hasse es, Leuten beim Essen zuzusehen. Schon weg. Hey, so geht das nicht. Geh und heb sie auf. Ernsthaft? Oh, na gut. Oh nein. Oh, oh je, ein Schuh? Oh. Aua! Ich bin nicht die Einzige, die geflogen ist. Der ist schwer. Was ist da drin? Spickzettel? Ich kann's nicht glauben. Das ist keine Banane. Kannst du mir das erklären? Nicht wirklich. Eine Schande. Ein Tiefschlag nach dem anderen. Oh, blöde Banane. Und was mache ich jetzt? Ich brauche diese Notizen. Also müssen sie mit. Ich habe eine einfache Lösung für mein Matheproblem. Ich hoffe, ich habe hier genug Platz. So. Aber warte. Jetzt kommt die ultimative Tarnung. Ich kann ja nicht so einfach reinspazieren. Das muss wie ein Design aussehen. Tada! Schuhdesigner, aufgepasst. Neuer Trend im Anmarsch. Jetzt kommt der Test. Wieder da. Halt, Spicker. Natürlich nicht. Ich verstecke nichts. Sehen Sie? Na gut, geh rein. Man sieht sich. Was für eine Tortur. Aber ich brauche nicht lange. Die Antworten liegen mir zu Füßen. Sieht ziemlich richtig aus. Und dann heißt es, Chemie sei schwer. Ich kann die 1 plus förmlich riechen. Stimmt's? Yes, ich hab's pünktlich geschafft. Ist das Timmy? Schau dir seine Haare an.
Wow, it's Showtime! Upsi! Hä? Hey du, wie geht's? Oh, hey. Du glaubst, du kriegst ihn? Zwei können dieses Spiel spielen. Ich leg los. Oh nein, mein Pulli. Och, Mano. Unglaublich. Oh, was jetzt? Jemand hat einen schlechten Tag. Nicht mein Problem. Das ist mein Lieblingspulli. Warte mal. Der sieht aus wie eine Stricknadel. Operation Pulli kann losgehen. Raus mit der Mine und rein mit der Wolle. Okay, jetzt die Mine rein. Mit der schiebe ich den Faden durch. Dann ziehe ich ihn raus. Schnipp, schnapp. Als nächstes brauche ich ein Post-it und doppelseitiges Klebeband. Das Ende des Fadens wird da drauf geklebt. Es bleibt kleben, während ich den Faden rausziehe. Jetzt zu meinem Design. Das geht ganz einfach. Gleich fertig. Das war's. Jetzt schneide ich den ab. Wie niedlich. Das war eine Herzensangelegenheit. Siehst du? Los geht's. Hä? Das ist für dich. Willst du's? Oh, wow. Ist das ein Herz? Sie mag mich. Ruf mich jederzeit an. Ich warte auf dich. Yay. Wirklich? Niemals, das ist mein Timmy. Du meinst mein Timmy. Ach, gemein. Wie aufregend. Wollen wir Spaß haben, Teddy? Hui, du kannst so hoch springen. Oh nein, was habe ich getan? Ich bin ein Monster. Annie? Mama, guck dir mein Teddy an. Oh, keine Sorge. Ich weiß, was zu tun ist. Ich brauche nur dieses Tape. Ich schneide ein Stückchen ab und male es rosa an. Es muss komplett bemalt sein. Dann lege ich einen Strohhalm in die Mitte, klappe das Tape um und puste in den Strohhalm. Die perfekte Blase. Ich drücke das Ende zum Versiegeln zusammen. Ich habe verschieden große Blasen gemacht. Jetzt klebe ich sie zusammen. Mit einem Korrekturstift male ich auf die Blase. Ich beginne mit einem großen Kreis. Den male ich dann aus. Als nächstes kommen die Augen. Und dann die Nase und der Mund. Das wird süß aussehen. Jetzt klebe ich Papierohren an. Oh, schau's dir an. So weich und knuddelig. Oh, Annie, schau mal, was ich hier habe. Wow, der ist ja süß. Ich will damit spielen. Mach ruhig, aber nicht so doll. Puh. Du bist mein bester Freund. Komm, lass uns spielen. Mittagessen, okay? Wir sehen uns später. Tschüss. Wo ist meine Tasche? Das Schild kommt hier hin. Ah, jetzt kann's losgehen. Oh, eine Kundin. Hey, Mami. Huh? Oh, hi, Chloe. Willkommen in meinem Laden. Gefällt dir hier was? Ich habe keine Zeit dafür. Das soll 38 Euro kosten? Nein. Ist okay, ich habe noch mehr. Hm? Was denn jetzt? Ein Flamingo. Süß. Ist verlockend, aber nein, danke, Süße. Ich muss meine Tasche finden. Da habe ich was für dich. Die ist heute eingetroffen. Meine Handtasche? Gib sie her. Das wird dich was kosten. Ich habe kein Geld. Tut mir leid. Dann bekommst du sie nicht. Geld. Aber gut, ich spiele mit. Warte kurz. Ich muss nur was holen. Glänzend. Sei nicht albern, Mama. Ich akzeptiere nur Bargeld. Ich hab's eilig, Chloe. Was mache ich denn jetzt? Warte, ich habe eine Idee. Ja, ich denke, das wird klappen. Ich brauche die Handschuhe und diese Box. Bin gleich wieder da. Ich schneide Teile aus dem Karton aus. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich mache eine dünne Leimspur auf diese Kante. Das müsste reichen. Das klebe ich jetzt auf das Rechteck. Ich drücke es an, damit es festklebt. Das mache ich auch mit dem Rest. Die Endstücke haben kleine Schlitze. Als nächstes brauche ich einen Papierstreifen. Ich rolle den so auf. Das muss schön eng werden. Ein Stück lasse ich raushängen. Das schiebe ich dann durch den Schlitz. Sieht gut aus. Jetzt kommt Kleber auf den Rand dieses Kartons. Gut, dass ich Handschuhe anhabe. Ich klebe das oben auf die Box. Das ist etwas kleiner. So soll es auch sein. Jetzt zum letzten Teil. Ich trage Kleber an drei Seiten auf. Und dann klebe ich es schräg an. Damit bin ich zufrieden. Und jetzt wird dekoriert. Ich trage Kleber an den Seiten auf. Dann kommt schwarzer Stoff drauf.
Ich will keine Falten drin haben. Hinten ragt ein bisschen Stoff über zum Umklappen. Jetzt klebe ich weißen Karton auf für das Display und das Tastenfeld. Ich ordne die Zahlen gleichmäßig an. Jetzt brauche ich meine Kreditkarte. Puh, sie wird angenommen. Der Bon kommt oben raus. Ich hoffe, das gefällt Chloe. Finden wir es heraus. Kann ich jetzt mit Karte zahlen? Wow, das ist ja cool. Jedes Geschäft braucht einen Kartenleser. Mein Business läuft. Also, kann ich jetzt die Tasche kaufen? Hä? Oh, natürlich. Das hatte ich gehofft. Ich schieb die Karte hier rein und ich schließe den Kauf ab. Schön, mit dir ins Geschäft zu kommen. Hier, bitte sehr. Endlich, jetzt kann ich los. Was war das? Wie kommt die denn dahin? Soll das ein Scherz sein? Hey, was mache ich denn jetzt? Angebot und Nachfrage, Mama. Zieh deine Kreditkarte gleich wieder durch. Brumm, brumm, quietsch, tut, tut. Das war ganz schön knapp. Aus dem Weg, ich komme. Niemand kann mich aufhalten. Schalalalala, das Zimmer wird gesaugt. Ich fühle mich so gut. Gibt's was Schöneres als das? Schubidubidu. Wart mal. Tritt aufs Gas. Brumm. Juhu. Schneller, schneller. Warum wird es hier immer so schmutzig? Hä? Der Sauger saugt nicht. Was ist los? Ich versteh's nicht. Der funktioniert nicht. Das ist seltsam. Wie kann das sein? Oh, ich hätte es wissen müssen. Hey Mama, lass uns fahren. Wirklich, Chloe? Ich mach hier sauber. Das wandert in den Müll. Oh, du bist eine Spaßbremse. Wenn ich es mir recht überlege. Das ist so ungerecht. Hey, warum guckst du mich so an? Ich habe eine Idee. Ich schneide solche Teile aus dem Karton aus. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich beginne mit diesem Teil. Ich trage Kleber auf die Kante auf. Das reicht schon. Jetzt klebe ich das auf das große Rechteck. Das gleiche mache ich mit der anderen Seite. Ich habe diesen langen Streifen Pappe. Den kann ich biegen und formen. Ich benutze Kleber, um ihn zu fixieren. Das kommt erstmal beiseite. Ich habe ein Loch in den Limo-Deckel gemacht. Da schiebe ich jetzt zwei Strohhalme durch. Die müssen festsitzen. Und nicht rausrutschen. Aber mit Kleber fixiere ich sie noch. Ich trage den außen um den Deckel auf. Ich habe ein passendes Loch oben in den Karton geschnitten. Die Strohhalme kommen da rein. Und unten aus dem Loch wieder raus. Jetzt brauche ich noch mehr Limo-Deckel. Ich schiebe den Holzstab durch den Strohhalm. Der Halm ist etwas kürzer als der Holzstab. Die Limo-Deckel kommen an die Enden. Dann fixiere ich alles mit Kleber. Probieren wir es aus. Wow, wie schön das rollt. Ich befestige die unten am Karton. Ich muss noch ein paar Sachen anbringen, wie Scheinwerfer und Fenster. Jetzt stülpe ich den Luftballon über den Limo-Deckel. Den Ballon blase ich auf und die Fahrt geht los. Aufgepasst! Was zum? Was ist das? Wow, das ist fantastisch! Ich wusste, dass es dir gefällt. Danke, Mama! Nicht der Rede wert, mein Schatz. Ich werde es gleich ausprobieren. Es ist soweit und los geht's! Wow, das gefällt mir. Das ist so schnell. Oh nein, oh nein. Jetzt kommt es. Ups, tut mir leid, Mama. Ich hoffe, du bist versichert. Daran hätte ich früher denken sollen. Volle Fahrt voraus. Los. Das ist so spannend. Nein, ich werde verlieren. Weiter so, Mama. Kinder haben ist anstrengend, das wissen wir. Und wir sind hier, um zu helfen. Wir haben uns tolle Hacks ausgedacht, die das Leben leichter machen. Es gibt keinen Grund, uns zu danken. Das ist unser Job. Ich liebe dieses Rouge. Oh, jemand ruft an. Ich sollte besser rangehen. Hallo? Oh, hey. Wirklich? Das glaube ich nicht. Pop, pop, pop. Oh, Mama telefoniert. Ich will das auch. Hä? Was du nicht sagst? Du hättest dabei sein sollen. Okay, bis später. Oh, tschüss. Ich bin total erwachsen. Aber ich brauche ein richtiges Telefon. Ich sollte nicht, aber ich kann nicht anders. Das perfekte Verbrechen. Oh, da ist ja mein süßes Mädchen. Erwischt. Rückzug, Rückzug. Aber ich gebe nicht auf. Ganz langsam. Oh, du brauchst ein bisschen Puder. Kitzel, kitzel. Süß, Mama. Okay, jetzt aber. Oh, du willst mich umarmen. Das ist so süß. Ich brauche das. Ja, genau das hatte ich vor. Langsam wird's albern. Mami muss sich fertig machen.
So bekomme ich nie das Telefon. Sieht gut aus. Ich brauche noch meine Handschuhe. Aha, sie ist abgelenkt. Jetzt aber schnell. Wir sollten uns unbedingt zum Essen treffen. Da sind sie ja. Die sind so schön weich. Hört sich gut an. Ups. Annie? Nein! Ich rette es. Wow, wie hast du das gemacht? Ich bin enttäuscht von dir, Annie. Tut mir leid, Mama. Mein Telefon ist kein Spielzeug. Warte. Vielleicht aber ein anderes. Ich habe eine tolle Idee. Diese Kiste ist perfekt dafür. Dann fange ich mal an. Ich beginne mit diesem Karton. Ich mache eine schnelle Skizze. Und zwar von einem Telefon. Ich bin eine Künstlerin. Jetzt kommen noch einige Details dazu. Dann wird es realistischer. Soweit, so gut. Jetzt kommt das Display. Dann mache ich drüben weiter. Das wird die andere Seite des Telefons. Zum Glück habe ich eine ruhige Hand. Dann schneide ich das aus. Das war einfach. Ich drehe die beiden Teile um. Und jetzt brauche ich meine Klebepistole. Der Kleber kommt auf die Kante. Ich brauche nicht viel. Jetzt kommt das Stück Wellpappe ran. Ich klebe es an den Rand. Das wird die Seite des Telefons. Es kommt rundherum. Genau so. Das andere Teil kommt oben drauf. Das mache ich auch mit den anderen Teilen. Langsam nimmt es Gestalt an. Jetzt muss ich sie verbinden. Dafür nehme ich ein kleines Scharnier. Mit dem wird's gehen. Ich klebe es innen an den Karton. So kann man es aufklappen. Genau wie beim echten Telefon. Jetzt male ich es noch an. Ich nehme dafür meinen Korrekturstift. Für den Rand nehme ich einen pinken Marker. Jetzt umdrehen und die andere Seite ausmalen. Es kommt noch mehr. Ich klebe noch dieses süße Kätzchen drauf. Ich habe ein Fenster für das Display ausgeschnitten. Da schiebe ich dieses Bild ein. Und das war's. Ich werde es gleich Annie zeigen. Schau mal, was ich hier habe. Versuchen wir es nochmal. Hallo, du willst mit Annie sprechen? Wow, unglaublich. Es ist für dich. Ist das ein Scherz? Wow, das ist so cool. Ich muss ganz dringend telefonieren. Hoffe, jemand geht ran. Hallo, Annie. Du glaubst nicht, was ich für einen Tag hatte. Du wirst lachen. Erzähl mir alles. Ich dachte, mehr Jungfrauen wären lustiger. Mama! Das hört sich nicht gut an. Mami, komm schon. Chloe, was ist los? Sag es, Mami. Mein Spielzeug ist langweilig. Oh, warte mal. Hä? Was ist das? Probier es aus. Das sieht lustig aus. Komm her, Entchen. So schöne Farben. Das gefällt mir. Das sollte sie beschäftigen. Und die Ente kommt obendrauf. Das war's? Mama! Was denn noch? Ich möchte doch nur lesen. Was ist los? Ich hab das fertig. Wow, du bist ein Genie. Ich hole dir etwas anderes. Bitte sehr. Viel Spaß und lass dir Zeit. Das ist cool. Ich muss die Bilder zuordnen. Wie schwer wird das schon sein? Überhaupt nicht schwer. Langweilig. Mama! Nicht schon wieder? Oh, hey Pikachu, wie geht's denn so? Was? Guck, ich bin damit fertig. Es muss doch was geben, was sie beschäftigt. Mal sehen. Komm schon, denk nach. Nein, nichts. Was machen wir denn jetzt? Warte, ich frag mich. Ja, ich hab's. Das ist die Lösung. Warte hier, Schatz. Ich brauche ein Stück Pappe und eine Schere. Ich schneide die Ecken ab, denn ich will sie rund machen. Perfekt. Jetzt werde ich kreativ. Und dafür brauche ich einen Marker. Ich zeichne ein Quadrat auf den Karton. Das unterteile ich dann in Abschnitte. Ich mache ein Gitter. Und ich nummeriere jedes Quadrat. Jetzt schneide ich das Gitter aus und lege es erstmal beiseite. Ich habe hier ein rosa Blatt. Damit beklebe ich das Quadrat. Das ist schön leuchtend. Ich drehe es um und gehe mit dem Klebestift rüber. Das muss super klebrig sein, denn es wird der Rahmen. Jetzt brauche ich ein weißes Blatt. Darauf male ich Herzchen. Als nächstes skizziere ich Pikachu. Ich darf keine Fehler machen. Chloe soll das bei Laune halten. Ich stehe total unter Druck. Das male ich noch schnell aus. Pikachu darf ich nicht vergessen. Ich hätte auch gerne so rosige Wangen. Es ist ein Kunstwerk. Jetzt zurück zum Gitter. Ich drehe es um und trage Kleber auf. Dann kommt das Bild drauf und streiche es glatt.
Dann schneide ich es in Stücke und stecke es in den Rahmen. Ich ordne die Teile so an. Das ist ein hübsches Puzzle. Okay, es ist fertig. Chloe wird es gefallen. Oh, hätte ich fast vergessen. Ich muss die Teile verschieben. Oh, Chloe, ich habe hier etwas für dich. Siehst du das, Pikachu? Das ist toll. Vier? Ich denke, das klappt. Wünsch mir Glück. Das sieht kompliziert aus. Ich schiebe das Teil hierhin und das dahin. Ich muss mich konzentrieren. Und ich muss mich entspannen. Warte, ein kurzer Check. Ah, das ist gut. Das war das letzte Teil. Mama! Oh, echt jetzt? Was? Guck's dir an. Ah, du bist schon fertig. Ich bin stolz auf dich. Ich will's nochmal machen. Das macht Spaß. Schnell, Mama. Uns feiern, Mädels. Selfie. Hey, aufmachen. Habt ihr das gehört? Wer kann das sein? Hi. Was ist hier los? Ihr nervigen Kinder und eure laute Musik. Oh, ich versuche zu schlafen. Was? Wer hat die Oma bestellt? Oma? Unerhört. Dir werde ich's zeigen. Kann eine Oma sowas? Ah! Was für ein Adrenalinkick. Das war gut. Oh. Okay, das war ziemlich übertrieben. Ich hätte leiser machen sollen. Hast du das gesehen? Und was machen wir jetzt? Guck's dir an. Das geht nicht mehr. Die Oma war echt wütend. Kann jemand Beatboxen? Die Party ist vorbei. Lasst uns abhauen, Mädels. Aber... Ach, das ist voll mies. Wenigstens habe ich Snacks und Getränke. Und muss nicht teilen. Das bringt mich auf eine Idee. Ich brauche noch eine Pappröhre. Die hat die perfekte Größe. Jetzt brauche ich mein Telefon. Ich mache unten einen Strich. Das war's. Jetzt schneide ich das aus. Die Rolle braucht noch Farbe. Mir gefällt lila. Ich bemale sie komplett. Schon trocken. Jetzt brauche ich zwei Becher. Ich habe Löcher reingeschnitten. Die stecke ich an beide Enden des Rohrs. Genau so. Und fertig. Ich habe ein Lautsprechersystem gebastelt. Probieren wir es aus. Ich stecke mein Telefon in den Schlitz und spiele meine Musik ab. Jetzt lasst uns tanzen. Das ist schon besser. Coole Party, Grace. Ich denke, alles ist bereit. Oh, hey, Mandy, du bist schon da. Hier wohnst du? Oh, naja, hi. Setz dich, mach's dir bequem. Hoffe, du magst Chips. Ich lieb die. Oh, okay, danke. Ich hab auch Hunger. Das klappt nicht. Ich war heute bei der Maniküre. Ich komm nicht ran. Na los, ich will diese Chips. Total frustrierend. Okay, jetzt aber. Oh, mein schöner Fingernagel. Das ist deine Schuld. Wow, warte, ganz ruhig. Ich krieg das wieder hin. Und ich brauche nur diese Untersätze. Na gut, den Karton. Guck's dir an. Ich lege sie auf den Tisch. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich trage den Kleber an der Kante auf. Aber nur auf einer Seite. Den klebe ich auf das andere Stück. Ich drücke es an, damit es auch fest klebt. Aus dem Stück habe ich einen Kreis ausgeschnitten. Ich trage wieder Kleber auf und klebe es hierhin. Jetzt klebe ich ein rundes Stück Pappe auf dieses Quadrat. Direkt in die Mitte vom Rand. Und auch auf der anderen Seite. Jetzt wickle ich den Karton um die Kreise. Mit diesen Streifen kann ich das fixieren. Das scheint zu halten. Ich habe in beide Kreise ein Loch gemacht. Und da stecke ich einen Holzspieß durch. Perfekt. Das kommt jetzt in meine Box. Ich habe ein Loch in jede Seite gebohrt, damit das hält und sich dreht. Jetzt mache ich die Box fertig. Obendrauf kommt eine Scheibe. Ich habe noch zwei Boxen gemacht. Auf so ein Stück Karton kommt oben Kleber drauf. Das wird meine Basis. Ich halte es fest, bis es klebt. Jetzt noch die lange Seite. Auf den Boden klebe ich noch ein langes Stück Karton. Jetzt kommen da meine Boxen rein. Ich habe sie oben angeordnet. Sieht gut aus. Jetzt haben wir einen Chipsspender. Wow, der ist fantastisch. Ich nehme die hier. Der funktioniert nicht. Soll das ein Witz sein? Ach, ich zeig's dir. Dreh einfach die Scheibe. Und die Chips fallen in den Becher. Wow, das ist echt cool. Und ich habe mir keinen Fingernagel abgebrochen. Die mag ich. Ich habe jetzt auch Appetit. Und ich habe mir welche verdient. Die sind lecker. So schlimm ist das doch nicht. Nee, ist cool. Mein Bild sieht toll aus. Was mache ich jetzt? Ich spiele ein bisschen. Rah, rah. Nimm das. Ich liebe Dinos. Die sind voll cool. Und wären die besten Haustiere.
Aber egal. Wo war ich? Ach ja. Oh, meine Grace. Sie hat eine so lebhafte Fantasie. Ich wünschte, ich könnte etwas für sie tun. Mal überlegen. Oh, das würde ihr gefallen. Aber das ist zu teuer. Das kann ich mir nicht leisten. Was mache ich jetzt? Warte mal. Ich kann ihr stattdessen etwas basteln. Dafür brauche ich nur ein paar Kisten. Und wir haben mehr als genug. Ich fange mit dieser großen Kiste an. Und hier ist meine Schere. Ich mache hier einen diagonalen Schnitt. Der geht runter bis zur Ecke. Das mache ich auch auf der anderen Seite. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich trage Kleber entlang der Kante auf, aber ohne ihn zu verschmieren. Jetzt klebe ich die Klappen zusammen und hier mache ich ein Loch rein. Aus der zweiten Kiste habe ich einen Dinosaurierkopf gemacht. Der kommt oben drauf. Jetzt anmalen. Grün passt perfekt zum Dinosaurier. Und mit Sprühfarbe geht's richtig schnell. Aber es gibt noch mehr zu tun. Ich mache eine Linie Kleber auf den Kopf, um dieses stachelige Teil drauf zu kleben. Sieht gut aus. Das mache ich auch auf der Rückseite. Ich fange oben an und gehe nach unten. Hier kommt der Schwanz ran. Jetzt noch die letzten Details. Probier es an, Süße. Oh, wie cool. Ich bin ein echter Dino. Roar! Huh, bleib zurück. Ich werde dich kriegen. So furchterregend. Ich könnte einen Tag im Spa vertragen. Aber was soll ich machen? Und wenn ich mir diesen Schmuck anschaue, früher hatte ich Diamanten und goldene Armbänder. Alles hat sich extrem geändert. Aber ich finde den hübsch, Mama. Du siehst immer so schön aus. Das ist lieb von dir. Ich muss los. Tschüss, Grace. Hab einen schönen Tag, Mama. Das ist meine Chance. Ich kann in Mamas Schmuckkästchen plündern. Wow, die ist schön. Ich werde wie ein Model aussehen. Was ist hier noch drin? Schicke Ohrringe. Und diese Ringe. Wow. Endlich zu Hause. Ich fühle mich so erwachsen. Mama ist schon zurück. Oh, das ist nicht gut. Hi, Grace. Ich bin wieder da. Ich muss mich entspannen. Was mache ich jetzt? Alles verheddert. Ich bekomme voll den Ärger. Komm schon. Oh, das klappt nicht. Drosseln wir das Tempo. Perfekt. Wow. Hey, das ist ziemlich cool. Hätte nicht gedacht, dass das klappt. Mama? Sie merkt nicht, dass ich hier bin. Hey, ich kann den Karton nehmen. Ist genau, was ich brauche. Ich lege meine Hand drauf und zeichne drumherum. Ich mache den Umriss meiner Hand. Das wird toll. Und Mama wird beeindruckt sein. Okay, das ist geschafft. Jetzt schneide ich die aus. Dann kommt Kleber drauf. Ich trage den auf die Handfläche auf. Es darf nicht zu wenig sein. Das sieht gut aus. Da klebe ich eine zweite Hand drauf. Und dann wird das angemalt. Dieses Orange ist schön leuchtend. Gefällt mir. Jetzt muss es trocknen. Ich mache noch einen Sockel aus einem runden Stück Karton. Und so sieht's fertig aus. Schlag ein! Oh, ich habe Mama vergessen. Ich kann nicht den ganzen Tag rumhängen. Ich habe noch einiges zu tun. Entschuldigung, ich muss durch. Ups, die hätte ich fast vergessen. Das Rumgehetze macht hungrig. Ich brauche einen Snack. Und ich weiß, wo ich den herbekomme. Mama hat sicher nichts dagegen. Lecker, du bist doch eh auf Diät, Mama. Puh, ich bin fix und fertig. Zurück zur Normalität. Hey, Mama. Was ist hier los? Schau dir meine Halsketten an. Was hast du getan? Kein Grund zur Panik. Alles unter Kontrolle. Was ist das? Ist das für meinen Schmuck? Was für eine gute Idee. Ich stecke hier meine Ringe drauf. Das ist großartig. Alles ist ordentlich aufgeräumt. Unglaublich, dass du das gemacht hast. Du bist so begabt. Ja, ich weiß. Und das ist wirklich handlich. Verstanden? Du verdienst eine Belohnung. Hä? Wie ist das passiert? Sehr seltsam. Danke, Mama. Ich liebe Schokolade. Voll lecker. Hier, bitte sehr. Danke, Schatz. Lass dich umarmen. Ach, mir ist voll langweilig. Das ist jetzt wichtig, Klasse. Sunny? Hä? Ja, klar. Jeden Tag dasselbe. Was ist jetzt los? Oh, stimmt. Eigentlich gar nicht so schlecht. Eine aufrechte Körperhaltung ist wichtig. Wenigstens bin ich nicht die Einzige. Ich finde das ja ziemlich erniedrigend. Ich muss mich konzentrieren. Das ist so ungerecht. Mama? Was hast du? Schau mal, kriege ich das bitte?
Ja, natürlich. Wow, ich kann's nicht erwarten. Das ist für dich. Wow, danke, Mama. Was ist das? Eine Schneekugel? Was soll ich denn damit? Was? Du magst sie nicht? Ich wollte das hier. Warum tut Mama mir das an? Aber ich gebe nicht auf. Ich muss sie nur noch mehr überzeugen. Und das geht nur mit Ausdauer. Ich muss mehr Ballaststoffe essen. Kann ich dir helfen? Die brauchst du. Und ich brauche das. Willst du mich veralbern? Gut, ich mache alles für ein ruhiges Leben. Wow, der Spielzeugladen ist fantastisch. Oh, muss mich professionell verhalten. Wir suchen das hier. Meine Tochter will das unbedingt haben. Bitte sag mir, dass du es hast. Natürlich, es steht gleich da drüben. Wirklich? Wow, und es ist im Angebot. Heute ist mein Glückstag. Warte. Das darf nicht wahr sein. Was ist los? Nein, das Spielzeug. Tja, jetzt ist es ausverkauft. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Viel Glück beim nächsten Mal. Nein, du verstehst nicht. Ich brauche das. Ich muss mir was einfallen lassen. Vielleicht helfen mir die Kartons. Ich weiß, was zu tun ist. Ich habe diese Pappteile vorbereitet. Daraus erstelle ich eine Box. Die Bonbons rollen später aus diesem Loch. Jetzt kommen Holzspieße in die Seiten. Ich habe auch dieses Teil aus Pappe gemacht. Oben stecke ich jetzt einen Holzstab durch. Dann kommen Gummis an beiden Seiten. Das kommt jetzt in die Box. Es liegt über dem Loch. Dann ziehe ich den Gummi über diesen Stab. Jetzt zur anderen Seite. Dann testen wir das mal. Wenn ich das Teil reindrücke, fällt der Bonbon durch das Loch. Als nächstes muss der obere Teil gebaut werden. Der muss angewinkelt sein. Dann kann ich die Frontplatte montieren. Obendrauf setze ich diesen Behälter. Da kommt noch ein Deckel drauf. Jetzt die Bonbons. Das sind Sunnys Lieblingsbonbons. Ich mache außen noch ein Gesicht dran. Es soll ja lustig aussehen. Es funktioniert. Was sagst du dazu, Sunny? Wow, das ist ein Bonbonautomat. Drück auf die Nase und schau, was passiert. Oh, das gefällt mir. Ich will mehr. Lass mir ein paar übrig. Ich kann nichts versprechen. Mama? Was jetzt? Schau mal, ich will das haben. Aber, das war ja klar. Teile dieses Video mit deinen Freunden und vergiss nicht, unseren Kanal für weitere fantastische Tipps und Tricks zu abonnieren. Ich freue mich so auf Kunst. Okay, klasse, heute malen wir eine Katze. Seht nur, wie süß sie aussieht. Na dann, fangt an. Oh, das ist schwer. Das ist ihr Schwanz. Wow, das ist hässlich. Fertig! Ist nicht mein bestes Bild, aber für die Schule reicht's. Was? Das ist unglaublich. Was für ein Tag. Gib das her. Oh, die schenke ich dir. Ich habe eine Idee. Eine gute Idee. Wenn ich den Gummi um die Stifte binde und dasselbe hier mache, dann kann ich die Katze in meinem Notizbuch nachfahren. Es funktioniert. Solange ich den Linien folge, habe ich eine perfekte Kopie. Wow, das sieht toll aus. Echt gut. Ich bin beeindruckt, Cheryl. Danke, ich bin ein Naturtalent. Eine 2? Wundervoll, wie immer, Luna. 1+. Mach weiter so. Danke. Oh nein, er druckt wieder. Psst, hör auf. Was? Hier gibt's nichts zu sehen. Oh, ich hasse... Oh, Schule ist aus. Die brauchen wir nicht mehr. Lass uns ein Spiel spielen. Das hier wird dir gefallen. Los, 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 du schaffst es. Das ist so lustig. Also, du drehst die Haare so rum. Oh, verstehe. Papa! Oh, oh. Hey, Mädels, ich bin zu Hause. Was macht ihr da? Ihr kennt die Regeln. Erst wird gelernt. Oh, das war Sophias Idee. Was? Ich bin enttäuscht.
Das werde ich jetzt nehmen. Gib es mir. Nein, bitte nicht. Niemals. Wieso seid ihr so stark? Hab es. Oh. Das ist unfair. Das ist mir egal. In diesem Haus wird gelernt. Was für eine Schande. Die Luft ist rein. Zum Glück haben wir Ersatz. Und ich habe eine Idee. Wir kleben es an die Stuhllehne. Oh, ich liebe dieses Video. Nein, das ist unglaublich. Hörst du das? Das ist Papa. Schnell. Schnapp dir ein Buch. Seh beschäftigt aus. Mädels? Das ist total interessant. Das sind meine Mädels. Ich hab's ja gesagt, lernen macht Spaß. Er ist weg. Wo waren wir? Oh ja! Das Na los, geh schon rein da. Vielleicht sollte ich mal meinen Spind ausmisten. Geh endlich zu, na los! Endlich. Phew. Ich dachte schon, das geht niemals. Autsch! Ich fühle mich irgendwie müde. Hm, Cheryls Spind ist offen. Wie komisch. Cheryl, alles in Ordnung? Cheryl, wach auf! Ich will noch nicht aufstehen, Mom. Hm, ich will ihr helfen, nur wie? Die Tüte könnte nützlich werden. Und dieser Magnet. Die perfekte Lösung. Die Tüte kommt in den Spind und wird mit einem Magnet befestigt. Dasselbe mache ich auf der anderen Seite. So ist gut. Und dann fülle ich die Tüte mit Cheryls Sachen. So wird Cheryls Spind gleich viel ordentlicher. Wow, hat sie viel Zeug. Viel besser als vorher. Und jetzt sollte ich ihr wohl mal helfen. Huhu. Bist du ein Engel? Oh, das bist nur du, Luna. Ich habe deinen Spind aufgeräumt. Das ist ja voll ordentlich. Wow, echt genial. Vielen Dank, du bist die Beste. Gern geschehen. Kannst du loslassen, du erdrückst mich? Na klar, Bestie. Ich muss noch meine Bücher holen. Ups, du hast nichts gesehen, okay? Like und abonniere für mehr tolle Videos. Luna hat schon die Lösung. Zum Glück bin ich vorbereitet. Und ich bin froh, dass Luna so klug ist. Ich muss kurz spicken. Schnell, bevor jemand schaut. Ach was, sie spickt ja. Das ist aber frech. Cheryl, pst. Finger weg. Aber das ist gemein. Von mir aus, ich habe sowieso ein bisschen Hunger. Das brauche ich jetzt. Mh, Schokolade. Ist das Schokolade? Mann, sieht das gut aus. Ich will auch Schokolade. Ich habe solchen Hunger. Sowas von gut. Hey Cheryl, darf ich ein bisschen abhaben? Na, sieh mal einer an. Nein. Das lasse ich mir nicht bieten. Als ob ich nun Angst hätte. Zeig mal, was du kannst. Es gibt nur einen Weg, das zu lösen. Hat jemand das Fenster aufgemacht? Ein Schokoriegel. Mehr. Von mir aus. Nimm das. Gib mir die Spicker. Mehr. Okay, zufrieden? Freut mich, mit dir Geschäfte zu machen. Danke, Bestie. Danke. Ich hasse Lernen. Das ist echt praktisch. Was geht hier vor sich? Ich bin enttäuscht von euch. Gib das her. Oh. Nachsitzen. Und zwar beide. Unfassbar, diese Amateure. So schmuggelt man Essen in den Unterricht. Lecker. Ich liebe meinen Job.